I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. Damit einen wunderschönen guten Nachmittag und hi an der Stelle. Ja, halt, ich muss noch Dings anmachen. Herzlich willkommen zurück im Wäldchen. Und ich hatte es ja schon angekündigt gehabt, heute eher Baufolge. Ich hatte mir ein bisschen was überlegt. Das Problem ist bloß. Nee, das nicht. Wo unser lieber Kevin ist. Weil den bräuchte ich dafür, um vielleicht ein bisschen schneller voranzukommen. Weil das ja halt leider Gottes so ist, dass man hier nicht... Naja. Da das ja hier nicht weiter aufgeforstet wird, ist das ein bisschen ungeil. Deswegen, ich werde jetzt gerade am Anfang nicht so viel Zeit verlieren. Oder ich hoffe nicht so viel Zeit verlieren. Vielleicht kommt der Kevin nochmal wieder. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass ich dafür erstmal sterben muss. Weil ich wollte auch mal eigentlich... Wir gönnen uns erstmal ein bisschen Medizin. Und eigentlich wollte ich auch mal gucken, wie es mit der Kettensäge aussieht. Mit was könnte ich die denn kombinieren? Wahrscheinlich mit Benzin, aber ich habe ja noch nie was gefunden. Mit Batterie? Ist das eine elektrische oder was? Okay, weil das habe ich mich eh gefragt. Ja. Wie schnell es hier durchgeht. Ja, ich muss trotzdem rum, ne? Ne, muss ich nicht. Oh Gott. immer wie schnell das durchgeht und wie es vielleicht als Waffe taugt. Okay, das geht echt schnell. Aber das Ding ist, eigentlich hatte ich die Überlegung gehabt, Kevin zu sagen, ey, hol mal Holz und bring das zum Lager. Dass ich ihm das so bis zur Hälfte ungefähr bringe. Ich pack das mal weg. Ja, also. Damit ich das hier nicht komplett alles alleine hinschleppen muss. Aber mir wird erstmal nicht alles drüber bleiben, wenn er nicht da ist. Dass ich zumindest hier ein bisschen was weiterbaue. Ich meine, so großartig viele Möglichkeiten habe ich ja gefühlt nicht. Warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz was schauen. Das Zelt könnte hier ein bisschen ungünstig werden, so wie es da steht.
Merke ich gerade. Zumindest das für das Vorhaben, was ich hatte. Naja. Was willst du machen? So. Vielleicht auch, wenn ich penne, vielleicht ist er dann wieder da. Dass ich hier nicht die ganze Schuhe alleine machen muss. Und so wie es wahrscheinlich ist, wird das heute der vorletzte Stream sein. Vorerst mal. Denn, also ich weiß nicht, ob ich das Ende erreichen werde beim nächsten Stream. Es könnte gut möglich sein. Ich habe mir jetzt auch nochmal eine Karte gezeichnet, wo ich, zumindest das, was ich gesehen habe, man konnte jetzt kurz sagen, rauszoomen, alle Höhlen und so weiter und alle Bunker und, falsche Taste. Nein. Falsche Taste. Mann, warte mal. Kann ich? Ja. Soweit ich aufgezeichnet habe, ein paar habe ich schon abgehakt. Bei den meisten bin ich mir sicher, dass wir schon drinne waren. Aber bei einem bin ich mir noch unsicher und bei einem waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Wo habe ich denn jetzt hier? Wo habe ich denn das jetzt hier umgelegt? Hä? Ich würde sagen, ich habe doch hier einiges. Vielleicht sollte ich auch mal kurz mit dem Katana hier durchgehen, damit ich mal ein bisschen mehr Übersicht habe, oder? Wäre, glaube ich, besser. Das war das auf jeden Fall machen, aber das wird erst am Samstag passieren. Auch wenn mir gesagt wurde, jemand war schon in allen Höhlen und so. Und in allen Bunkern, aber das Ende noch nicht. Oder war beim Ende noch nicht. Wo ist das Katana hier? So. Weiß nicht, das Gefühl ist halt immer noch da. Sagen wir es mal so. Deswegen würde ich da dann am Samstag erst schauen wollen. So. So, hier mal ein bisschen gerade. Ich meine, hier wird sowieso nicht mehr stehen bleiben. Also kann das Gestrüpp auch so weit weg. Ja. Außerdem, Kevin wäre halt gar nicht mal so schlecht zum Dings. Dass man mal ein bisschen rumschicken und vielleicht ein bisschen Fisch sammeln oder sowas. Ja. So, haben wir es jetzt hier? Bin mir nicht so sicher. Der steht nicht mehr. Kleine Steine können wir immer mitnehmen. Ja, vielleicht hier noch ein bisschen was abholzen. Aber mehr brauchen wir da noch nicht. Was da jetzt auch gekloppt ist. Ja, das zumindest ist der Plan. Und zum Ende des Streams müsste ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen laufen, weil das Kreuz lässt mich halt nicht in Ruhe. Was ich da gesehen habe. Ich meine, notfalls werde ich da mit dem Katana auch rumholzen. Und werde mal schauen, was ich da rauskriege. Weil dadurch, dass das auch in keinster Weise irgendwie markiert ist, vielleicht gibt es auch noch mehrere Kreuze, weiß ich nicht. Habe ich halt so die Vermutung, dass das irgendwas Special-mäßiges eigentlich sein sollte. Ja, deswegen müssen wir mal gucken. Außerdem hatte ich auch noch zwei richtige Häuser gefunden. Da war zwar nichts drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte fast sagen, sogar im ersten Stream, dass ich die da schon gefunden habe. Ich habe mir da vorsichtshalber ein Häuschen hingeparkt, dass man auch sieht, wo das war. Das habe ich gleich daneben gemacht. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas Spezielles finden kann. Vielleicht kann man da ja auch nochmal graben und ich habe mich bloß nicht richtig umgeguckt. Das kann auch sein. Bin mir da halt nicht so wirklich sicher. Und ganz ehrlich, momentan geht es erstmal noch schneller, wie ich dachte. Zumindest mit den Rohstoffen sammeln. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Holzstämme ich jetzt hier brauche. Ne, das war ein Stein. Ich verpasse hier halt immer wieder die Dings, ne? Aber das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ja, das wäre schön, wenn zum Beispiel ein Karren oder irgendwie sowas wieder zurückkommt. Deswegen will ich es auch nicht vorher machen. Also ich hätte ja an sich morgen frei, da könnte ich ja theoretisch eigentlich auch nochmal eine Runde streamen. Und das dann fertig machen, nur ist es so, dass ich doch ganz gerne wenigstens das erste größere Update abwarten möchte. Vielleicht wird da noch irgendwas nachgeschoben. Vielleicht ist das auch gerade das, was ich mir wünsche. Und dann ist das hier so, die Buckelarbeit dann nicht so geil. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ja, fast 18 Uhr. Ich kann ja nochmal gucken, sehe ich hier ein bisschen mehr? Ja, eher weniger. Dann kann ich mir die an sich sparen.
oder hätte mir sparen können, aber das weiß ich halt vorher nicht. Ich hab, weiß nicht, ob es da auch irgendwelche Infos gibt, was da geplant ist. Dann nehmen wir die Binnen auch mit und dann pennen. In der Hoffnung, dass vielleicht Kevin wieder da ist, dass ich hier halt, wie gesagt, bloß bis zur Hälfte und dann ist gut. Vielleicht auch da drüben könnte man ja auch was wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das kürzer ist. Problematisch ist bloß, da haben wir unser Würmchen ja jedes Mal. Was angescheißert kommen muss. So. Nee. Erstmal so. Dann speichern. Ich habe Hunger, ich weiß. Dass wir erstmal die Baumstämme so weit safe haben. Mal gucken, habe ich noch. Die Dings vergesse ich ja auch immer wieder, ne? So. Ach so, siehst du, wir konnten ja noch zwei Sachen herstellen. Irgendwie, ich glaube, Aloe Vera Creme oder irgendwie was. Zumindest was zum Heilen. Ich glaube, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Gesundheit und Health Mix Plus. Vielleicht das, aber ich weiß jetzt nicht, welches. Schafgabe. Oh, ich habe bloß ein Aloe Vera. Also sollten wir das vielleicht machen, kombinieren. Was ist denn das andere? Also Schafgabe auf jeden Fall nicht. Weidenröschen? Ja, Weidenröschen. Und irgendwas fehlt da noch. Schwachteilen, glaube ich, ne? Ja. Dass wir das schon mal haben. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich alles kombiniert kriege. Nee, das will ich nicht essen. Oh, jetzt habe ich auch keine Aloe Vera, um nochmal zu gucken. Warte mal, wenn ich das kombiniere, was gibt es denn da noch draus? Okay, Energiemischung. Aber habe ich auch nichts dabei? Ja, natürlich. Warum futterst du das jetzt? Trottel. Warte mal. Entfernen. Das kann ich nur essen, essen, essen. Okay, das ist alles nur Essen. Das kann ich zwar auch essen, aber das kann ich auch kombinieren. Gesundheitsmischung brauche ich aber Aloe Vera zu. Geht gleich weiter. Achso, was ich noch gemacht habe, ich war ja unten gewesen gucken wegen dem anderen Bunker. Ich habe mir jetzt hier Tech-Rüstung Zähne. Ne? Sag ich Schachteln. Das kann ich nur essen. Das kann ich auch nur essen. Und das hatten wir gerade. Na gut. Wo ist Kevin? Ich höre ständig was piepen, aber ich... Ja, die Dings sind halt wirklich noch buggy, ne? Wir trinken erstmal was. Und wie gesagt, Kettensäge würde ich dann auch ganz gerne mal ausprobieren, wie es aussieht mit, ja, wenn mal ein paar Hempels kommen. So, Frage ist jetzt bloß, ist da drüben kürzer? Ich glaube schon, ne? Das dürfte noch kürzer sein. Ich will zumindest mal gucken, ob ich hier, naja, ob ich das Lager komplett voll kriege, bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Aber dass der Wald nicht aufgeforstet wird, das ist ja quasi schon hohn. Also das... Aber gut, welche am Samstag wahrscheinlich nochmal abschließend was dazu sagen. Und das hat gar nicht mal viel verloren. Krass. Wir werden wahrscheinlich einiges brauchen, weil es soll noch eigentlich eine Etage drüber werden. Das Schöne ist ja, man kann ja auch Bäume und so alles sowas wieder wegnehmen. Aber von der Zeit her. Ist halt immer so eine Frage. Hier könntest du echt einen wunderschönen Parkplatz drauf machen. Und ganz ehrlich, gefühlt geht das hier sogar schneller als mit der Dings. Mit der alten Kettensäge.
Ja. Ja, hat er keine Lust? Ja. Eigentlich noch ein Bäumchen. Ja gut, machen wir das noch. Das sollte aber reichen, glaube ich, erstmal. Ich muss den Scheiß ja auch erstmal irgendwie hinterschaffen. Und deshalb hier anhand... Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie es auch nicht zu einfach und zu schnell machen, aber halt bei Forest war das immer so mein Lieblingsding. Da habe ich auch, glaube ich, die meiste Zeit reingesteckt, deswegen... Wäre es halt schön gewesen, wenn das Eis ein bisschen schneller geht. Klar ist das jetzt realistischer, dass die Bäume da nicht einfach nachwachsen. Dementsprechend hätten wir auch die Stumpen mal mitnehmen können, aber ja. Was willst du machen? Außerdem, Levelaufstieg wollen wir, was heißt Levelaufstieg, Kraftaufstieg. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das bringt, ob wir dann noch mehr Dings haben. Hier noch mehr Ausdauer. An sich müsste es, also wäre für mich das Logischste. Nur ist die eigentlich auch schon so, dass die eigentlich bald ein bisschen drüber ist. Außer in Kämpfen ist manchmal so ein bisschen, Oh, weißt du, was mir da einfällt? Ja, warte mal. Ja, vergiss euch jedes Mal. Und dann mal schon. Ich muss sowieso mal ins Buch schauen, was wir vielleicht noch so machen können. Also an einzelnen Sachen. Hat der jetzt einen Stein aufgehoben? Also. Einen kleinen, das hatte ich schon mal das Problem gehabt, als ob das dann verbuggt war, da konnte ich nämlich den kleinen Stein nicht mehr ablegen und dann hatte ich das Dings leider direkt in der Mitte gehabt. Ja, jetzt hat das wieder, pack mal weg. Da hatte ich das Navi genau in der Mitte gehabt und damit rumlatschen war halt, wenn du aufs Navi geguckt hast, echt. Also man konnte schon ein bisschen schwummerig werden. Okay. Anscheinend habe ich genug. Und wie gesagt, das Kreuz. Ich hoffe, das ist irgendwas Spezielles. Nicht, dass es so ein geheimes Ende wird. Das wäre es ja. Ich habe zumindest vom einen gelesen, aber ich meine, wenn es mehr als ein Ende gibt, schön. Ich habe auch gelesen, dass man es leicht verpassen kann, aber was das jetzt genau ist, natürlich nicht, ne? Mal gucken. Obwohl mich das doch eher so an die... Ja, war es die Anfangszeit? Beim ersten Forest habe ich es ja so gemacht gehabt, dass ich jetzt sowas hier zum Beispiel, aber da habe ich leider keine Zeit mehr gehabt, wo wir die Base am See gebaut haben, habe ich das ja im Vorfeld gemacht. Weil da musste ich auch echt... Ach so. Da musste ich halt auch echt lange latschen teilweise, weil mir die Bäume irgendwo ausgegangen sind. Von der Strecke her war das sogar noch weiter gewesen. Aber ja, man hat halt den Schlitten gehabt. Und ich habe, glaube ich, boah, ich weiß es gar nicht genau, dreimal so viel Holzstapeldinger gehabt. Also das hat schon ausgemacht. Ne, besonders konntest du dann schön hinterher wegbauen. Aber ich glaube, vom Gefühl her brauchst du hier sowieso weniger Materialien. Was ganz gut ist. Aber wie gesagt, wenn der Wald hier ein bisschen aufgeforstet worden wäre. Und wir sind ja schon fast einen Monat auf der Insel, glaube ich, laut Zeitstempel. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja. Da hätte man das hier noch easy peasy nochmal ein bisschen abroden können. Oder immer wieder dieselben Stellen. Das hatte ich ja eigentlich erst vorgehabt. Immer ein bisschen. Zeug holen. Quatsch. Mal ein bisschen rumwandern, mal in die Höhlen gehen oder so. Oder halt in die Bunker rein. Was es ja hier mehr ist. Okay, hier kann ich ja eine Schwelle hochholen. Und zwischendurch dann immer mal wieder hier was abbasteln. Mir das dann zurückpacken und dann bauen. Ne? Gerade, ich habe vielleicht ein bisschen viel. Bin mir jetzt nicht so sicher.
Übertrieben ist das nicht. Ich meine, ich habe auch schon ein Hotel mit, ein 11-stöckiges Hotel mit Aussichtsplattform hingebastelt. Lag aber ehrlich gesagt nur daran, weil ich eine Trophäe haben wollte, die natürlich verbuggt war. Ich meine, ich habe extra Strichliste geführt, wie viel, ich glaube 1000 Bäume musste man da fällen. Dachte so, naja, dann kannst du ja eh gleich ganz groß bauen und la, ne. Hab dann geguckt, okay, so viel Wände und du hast da ja, glaube ich, 4 Baumstämme aus eben Dings rausgekriegt. Wahrscheinlich habe ich sogar noch ein bisschen mehr gefällt. Kann auch sein, dass ich nicht alles mitgenommen habe oder mich verzählt habe. Und hatte dann eigentlich das meine 1000. Deshalb, also ganz am Ende glaube ich fast nicht. Deswegen musste eigentlich nochmal der Aussichtsturm drauf, darauf aufs Dach, was echt schwierig war, den da hinzustellen. Dass das nicht allzu scheiße aussieht. Aber im Endeffekt hat es ja geklappt. Und ich habe mich dann gewundert, warum geht das nicht? Bis man dann irgendwann sich belesen hat. Und das Problem haben wohl sehr viele gehabt. Und ich habe es dann im Creative Mode gelöst. Also an sich habe ich es im richtigen Modus, weil es kamen dann auch immer wieder Leute angescheißert und hast du nicht gesehen. Ich habe das im ganz normalen Modus gemacht gehabt. Ich meine, mein Base war echt... Die war echt immer. Ich meine, wenn man ein richtiges Konzept hatte mit durch die Fenster und hast du nicht gesehen, dann war das ja auch nicht so schwer. Da hatte ich also dann eher weniger Probleme, gerade als die Plattform stand. Ach, guck mal. Da haben wir doch... Ach, Kevin. Jetzt kommst du an. Okay, warte mal. Warte mal. Er ist endlich mal da. Jetzt, wo ich fertig bin. Aber ich kann es ja versuchen, mal trotzdem noch zu nutzen. Ich werde ihn erstmal 2 dahin packen. Und dann... Ja. Ich weiß halt nicht, wo hier der Radius ist, wo er aufgehört hat. Das geht ja bloß bis zu einem gewissen Radius, was ein bisschen schade ist. Hier ein Schmeißer. Der ruht sich jetzt aber nicht aus, oder? Also ja, er ist wahrscheinlich ein ziemlich langes... Okay, Stöcker könnt ihr eigentlich auch sammeln. Ein ziemlich langen Weg gelaufen. Hä? Okay, Federn. Keine weiter mehr. Na, creepy Dude. Okay, das... Oh Gott. Hol, Stämme und... Ja. Du hast schon sehr, sehr lange nichts mehr zu tun gehabt. 2 habe ich dir schon hingepackt. Der Rest kommt noch. Go. Problem ist bloß, es wird an sich wahrscheinlich recht voll werden. Also übervoll werden. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich anfange zu bauen. Das war zumindest jetzt die Idee gewesen. Kevin ist ja jetzt endlich mal da. Bloß bis zur Hälfte. Ich meine, die holt er ja. Vielleicht kann ich das auch hier hinpacken, dass er das noch registriert. Wenn ich hier mit dem Ast durch die Kante. Ich meine, er nimmt ja sowieso bloß ein, ne? So. Dann hätte er sich schon einiges an Weg gespart. Aber der Herr musste ja, was weiß ich, wo in der Weltgeschichte rumtängeln. Ich habe erst zum Beispiel gedacht, juhu. Da kommt ein Eingeborener. Also können wir vielleicht gleich mal die Kettensäge ausprobieren, spaßeshalber. Ja, nichts ist. So. Muss auch gleich mal gucken, was die Zeit sagt. Und ob das hier so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, gerade mal 11 Uhr. Hä, er hat schon wieder keine Lust? Oh, Kevin, Alter. Muss ich dem die echt weiter, noch weiter vorne hinpacken? Hä? Was? Warte mal. So. Oder kam da wer und ich habe den bloß nicht gesehen. Das kann ja auch sein, dass er Schiss gekriegt hat. Okay, er macht wenigstens. So, dann darf ich hier nicht zu weit vorne. So, da, Alter.
dass du auch mal was machst. Und ging jetzt ehrlich gesagt doch schneller, wie ich dachte. Also wenn es das ist, was ich am Holz brauche. Hier ist nicht, ist hier noch was runtergekullert. Das war ja wieder der Baumstamm, der verpackt war, ne? Den ich ja eh nicht mitnehmen konnte. Toll. Okay, mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Kann auch wegen dem Dings schon nicht funktionieren, vielleicht. Moment, ich brauche ja erstmal eine Axt. Wir haben ja lange nicht mehr gemacht. Ja, da, das ist auch so eine... Ich meine, wir brauchen ja erstmal bloß ein paar von den Kleinen. Alter, das... Das will ich nicht erzählen. Nee. So. Okay. Ich glaube, hier hatte ich dann erstmal plattformmäßig gemacht gehabt, ne? Ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Hä, warum steht... Hallo? Ich kann... Das sieht doch nicht gerade aus. Wo hat denn der das hingestellt? Oh. Okay. Nächster Versuch. Warte mal, ich brauche ja eh mehrere. Warte mal kurz. Ich brauche ja eh mehrere. Oder vielleicht geht es einfach mit der kleinen Axt besser. Also, dass wir die Dings treffen. Ach, Junge. Ja, Mann. Er muss halt immer daneben. So. Alter, Kev. Ja. Gut, müsste ich vielleicht warten, bis er ein bisschen weiter weg ist. Das sieht aber trotzdem nicht original aus. Warte mal. So. Nee. Nee. Hä, kannst du nicht von dem aus? Jetzt ist der eine hier. Den kriege ich auch nicht weg. Oh nein, Alter, wenn das jetzt deshalb nicht geht. Ich kann ja auch... Ah, doch, geht. Okay. Wollte nämlich gerade sagen. So. Das sieht aber so komisch aus. Ja? Okay, das sieht doch mal, das sieht wenigstens richtig aus. So, dann von hier aus. Jo. Obwohl, doch, das geht. Bist du jetzt fertig, oder was? Weil ich will nicht, dass er meine Baumstämme wieder klaut. Ich würde sagen, hack mal schnell den an. Und hack mal schnell den nächsten an. Ich höre den nämlich schon wieder. So. Okay, ich nehme die erstmal. So. Okay, das sieht richtig aus. Vier brauchen wir noch. Ich
Bin mir halt manchmal nicht sicher, ob er das auch wirklich richtig macht. So. Dann brauchen wir noch gespaltene Dinger. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das, was wir weitermachen können. Eigentlich wollte ich sogar noch eins weiter, aber das wurde hier schon. Aber wir können mal probieren. Den haben wir ja noch. Geht das? Ja, das ist gerade der Stein im Weg. Das ist halt ungünstig. Was macht denn der? Okay, Kevin ruht sich mal wieder aus. Super. Oh, okay, wir können gleich Viere nehmen. Aber war das nicht? Kevin, hau mal ab. Oh, wie hatte ich denn das nochmal gemacht gehabt? Also die brauchen wir ja sowieso. Wisst ihr was, Kevin? Ja, geh mal Stücke holen. Da ist wahrscheinlich auch noch genug da. Warte, hol. So, hier. Ja, machst du das. Sehr schön. War das so gewesen immer? Dass wir es auf beiden Seiten brauchten? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, so. Soll das mal gucken? Ah ja, okay, gut. Braucht bloß auf beiden Seiten. Lol. Ich brauche die ja gar nicht hinhauen. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Sondern einfach bloß nehmen und dann drauf. So. Na. Obwohl doch, der kann bleiben. Für meinen Vorhaben kann der bleiben. Ich werde gleich wirklich wieder Dings holen, ne? Dass er wenigstens, dass er schon mal vorbereiten kann. Wir brauchen ja noch einiges. Die Uhr sagt. Oh. Geht noch. Geht noch. Okay, das Schöne ist, ich kann zumindestens mir hier einen Stamm liegen lassen, dann habe ich wenigstens eine Grenze, bis wohin er nicht geht. Oder wo ich losschmeißen kann. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Auch aber bezeichnet, dass unser Verdamm immer noch nicht da ist, ne? Wir haben sie zwischendurch mal kurz im Wald gesehen, aber das war es dann schon wieder. Es wäre halt mal, also, ich weiß nicht, ob sie darauf reagiert, aber für mich wäre es zumindest mal interessant zu wissen, wenn wir ihr zum Beispiel ihren Ausweis zeigen. Ob sie irgendwie Gedanken an früher oder sowas hat. Okay, das Doofe ist bloß, der rollt hier so. Warum rollst du? So, bleib mal da. Okay, das sind schon die letzten zwei. Ich weiß, ich hätte die auch gleich mitnehmen können. Ich lass mal Kevin dann noch machen. Bis der noch immer vollgefüllt hat und dann jo, kümmern wir uns um. Ja, ja.
Vielleicht sollte ich auch mal für, wenigstens für den Weg hier gleich was aufhacken. Warte mal. Mal gucken. Ja, das funktioniert. Ja, doch, das funktioniert gut. Jo, Kevin, lass erstmal. Hol mal Stämme. Du solltest die ja jetzt sehen können, ne? Sollte ja nachgehen. Ja, sollte nah genug für dich sein. Ich brauche langsam wieder Nachschub. Blöde ist bloß, für mein Vorhaben hier brauche ich auf jeden Fall auch noch Schädel. Ah, kacke. Okay, er fängt sogar vorne an. Wie lieb von ihm. So, einmal hier. Einmal da. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eh mal richtig, richtig voll machen. So. So. Ist das schon wieder so weit? Naja, 15 Uhr. Also manchmal vom Wetter her komisch. So. Ein bisschen Unterbodenplatte und schon fast alles weg. Gefühlt. Ich sag mal, Bäume fällen geht ja schnell, ne? Das ist nice. Nee, kann ich nicht. Nee. Ach nein, jetzt hat er wieder das Problem. Ja, er hat wieder das Problem. Okay, ein paar muss ich dann wohl so nochmal aufspalten. Weil er dann noch inzwischen hauen will. Warum auch immer. Vielleicht, wenn ich noch inzwischen haue, dann hätte ich das Problem eventuell nicht. Na, gucken. Und ich warte jetzt extra ab, bis Kevin da soweit fertig ist. Weil ich weiß, er wird mir wieder sonst die Baumstämme klauen. Ich kenne den doch. So. Natürlich auch sein, wenn jetzt die Jahreszeit wechseln sollte oder so. Ich meine, wir hatten gerade mehr oder weniger gerade erst Winter, dass es dann halt so ist, dass es einfach schneller dunkel wird. Oder generell nicht so großartig hell ist. Hat er in seinem Häufchen da überhaupt noch was? Ah ja, ein paar. Hier. So, er sollte hoffentlich jetzt weit genug sein. Und oh Gott, wo kommt. Nein! Wo kommt die denn jetzt auf einmal alle her? Und das vom Wasser her. Ich muss mal gucken. Ich weiß auch nicht, was die angreifen hier. Wäre mal interessant, ob hier Einschlag reicht oder nicht. Okay, das Schöne ist, Katana wirklich ein Schlag reicht. Na kommt. Dip, 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 dip.
Das hat sich erst wie Muschiklos angehört. Deswegen dachte ich so, hä? Was kommt denn jetzt hier angetrappelt? Wo sind jetzt die anderen? Greifen die Bäume an? Ey, meine Bäume. Habe ich das erwischt? Ich glaube, ich habe das nicht erwischt, ne? Shit, warte. Okay, und der hat sich da festgaloppiert drin, oder was? Aha. Okay, ich höre nicht mehr. Gut. Ich würde sagen, können wir mit unserer eigentlichen Arbeit hier fortfahren, ne? So. So. Die Akte. Okay, wie viel brauchen wir noch? Achso, da brauchen wir auch noch. 1, 2, 3, 4, 8. Nein, nein, nein. Ich habe schon wieder das Tippen gehört. Oder ist das Dings? Ach, guck mal, da ist es. Nee. Hä? Ich höre es zwar noch, aber ich sehe es nicht. Ich meine, solange es mir nicht tut, muss ich ja ihm auch nicht tun, ne? So. 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 Und so. Problem ist, ich werde nicht pennen können, solange das Viech da ist. Fällt mir gerade ein. Hä? Ach, ich habe ja noch eins in der Hand. Lol. Ja. Och, und er keucht hier was zurecht. So. Ja. Und so. Okay, warte mal, das können wir so lassen. Ich muss dann eh erstmal wieder Dings machen, ne? Ich brauche erstmal eine Grundstruktur. Kevin ist fertig mit der Arbeit. So, an sich genau wie drinnen. Also können wir die doch noch gebrauchen. Sehr schön. Oder war das in? Nein, nun. Nee. Oder? Ist das, oder? Hä, willst du mich verarschen? Lol. Hä, ich konnte das doch. Oh nein. Oh nö, Mann, jetzt ist Abend. Warum müssen die. Seht ihr, was ich gehört habe? Na super. Nein, das wollte ich nicht. Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig. Ich meine, hier kann ich mir noch gönnen. Und eine Büchse kann ich mir. Die Büchse hat eigentlich fast den ganzen Tag gereicht. Bloß wenn es mal schnell gehen muss, mehr oder weniger, werde ich dafür keine Zeit haben. Weiß ich jetzt schon. So, lecker Katzenfutter. Warte mal. Es ist relativ dunkel, ne? Oh, warte mal. Hihihihi. Ich wollte ja was ausprobieren. Ich weiß, dass ich müde bin. So, wo sind die Herrschaften? Uah.
Warte. Hab ich jetzt was kaputt gemacht? Da ist halt noch einer oder noch zwei. Kann ich den eigentlich auch zerlegen? Ja, ist jetzt nicht so geil. Also funktioniert irgendwie, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich das halt nicht so wirklich treffen kann. Das ist ungünstig. Aber... Ach scheiße, jetzt kann ich die nicht mehr nehmen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich ja... Eigentlich kann ich ja noch... Ich habe ja gesagt, wir brauchen auch noch mehr Schädel, ne? Aber ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen ungünstig. So, geh mal weg. Ja. Aber vielleicht liegen die ja später noch rum. Ne? Weil ich brauche da halt noch so eine... Mindestens zwei so eine Kronleuchter. Kann ich die nehmen? Ist der tot? Jetzt kommst du an, ja? Den ist Kackvieh. Aber warum kann ich den nicht hier nehmen? Sind wann das jetzt? Da hinten drin. Aber, ah ne, das ist Kevin, der da hinten drin. Ja gut, das ist jetzt ungünstig, ja? Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie viel Dings ich noch hatte hier. Schädel. Nichtsdestotrotz, wo ist denn hier mein Bettchen? Ich wollte erstmal schlafen. Okay, es geht. Ich war mir jetzt unsicher, ob ich jetzt wirklich alle habe oder hatte oder nicht. Sogar schon Tag 40. So, trinken. Trinken. Da müssen wir gleich nochmal Bäume fällen gehen. Hilft alles nicht. Aber nochmal kurz. Er steht ja auf Katzenfutter. Wusste er vorher auch noch nicht, ne? Aber es hat sich jetzt so ergeben. Hm. Jo. Und dann können wir uns eigentlich schon mal ausrüsten. Aber Kevin macht wenigstens weiter. Lol, der holt die... Holt der die jetzt doch von da hinten? Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist er mit eben Dings auf den Arm losmarschiert. War vorne, oder war der vorhin bloß kaputt gewesen? Ich weiß nicht. Es gab es da zwischendurch, glaube ich, schon mal zwei kleinere Patches. Ja, natürlich. Töte den Baum. Ich werde halt wirklich langsam anfangen müssen auf der anderen Seite, glaube ich. Das nimmt sich nämlich von der Weite her gefühlt fast mischt. Ich muss halt bloß gucken. Ich muss halt bloß gucken, dass. Naja, dass Kevin die dann auch holt. Oder bis wohin ich die boxieren muss. Machen wir den noch mal weg. Ach ja. Halt. Halt. Mann, du sollst den... Alter, warum nimmst du den Baumstamm nicht? Geht doch. Okay, Frage ist, warte mal, ich will mir das mal angucken. Ach, ja, er will mir zeigen. Warte kurz. Haben wir gleich. Wir haben doch hier unseren
Ja, Frage ist, sind die Schädel jetzt da? Und was ich nicht vergessen darf, oder bleiben die Schädel auch da, beziehungsweise wie lange? Das ist halt die Sache. Okay, der ist auf jeden Fall noch da. Ist nicht vielleicht, wie, solange wie das Feuer brennt? Und er ich weiß halt nicht, ob vorne noch welche waren. Ich habe auch keine Ahnung, wo er den jetzt hergeholt hat. Aber den ich mir angezeichnet habe, das war er nicht gewesen. Naja, es geht aber auf jeden Fall ein bisschen schneller wenigstens. Kann auch sein, dass man die holt. Oh doch. Also manchmal verstehe ich ihn nicht. Vielleicht hat er sich auch wirklich bloß ausgeholt. Naja. Vielleicht langt es ja auch zu, wenn ich hier einfach das runterschmeiße. Wo? Ja, toll. Ah, toll. Alter, willst du mich verarschen? Als ob. Okay, ich muss aufpassen. Ich will nicht gleich sterben. Kevin, geh mal weg. Oh. Was nur ist Kevin jetzt schlecht oder was war das? Was war das gerade? Mach mit der Arbeit weiter, mein Junge. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Oh. Ups. Vielleicht sollte ich mir auch zwischendurch mal Knochenrüstung noch machen. Damit wir. Also ja, ich habe meine Tech-Rüstung, aber. Wie viel Klebeband haben wir? Und Seil haben wir ja, glaube ich, auch noch genug, ne? Ja, okay, so viel Seil vielleicht brauche ich ja gar nicht. Na komm. Wenigstens ein bisschen Schutz, solange wir hier sind. Ja, Knochen viel mehr, ich weiß, die kommen aber gleich. Ja. Der neuerdings bis 14 aufheben? Nein. Anziehen müsste ich sie ja auch mal, ne? So, tragen, tragen, tragen. Und dann machen wir gleich mal weiter. Toll. Ist auch fast voll. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der die holt. Also ob der von da oben holt. Und ich weiß halt nicht, wann die Schädel die spawnen. Ich meine, die könnte ich jetzt ganz gut gebrauchen. Ich hatte sie, glaube ich, hier hingepackt gehabt, damit die runterrollern. Ich hoffe, das funktioniert so. So, ja.
Wahrscheinlich ist dann wirklich, wenn du ein bisschen was Größeres bauen willst, ich habe ja jetzt hier extra Freifläche gewählt, ne? Irgendwo mitten im Wald. Wird, glaube ich, besser sein. Okay, aber die da runterrollern, die nimmt da was. Das ist schön. Ich würde die noch da runterhauen und dann ein Dings weitermachen. Einfach bloß, dass ich vielleicht die Kronleuchter schon ranbasteln kann. Das hat jetzt keine riesige Bewandtnis von wegen irgendeinem Wohnraum. Das sollte eher... Naja, man kann es vielleicht als Carport nutzen. Weiß ich nicht genau. Oder als... Es wird am Ende wahrscheinlich eher aussehen wie eine beleuchtete Laderampe. Dadurch, dass die der Schädelkronleuchter aber so übelst hell strahlt, dachte ich mir, okay, dann kann man eigentlich die Base auch ganz gut mal sehen. Auch von weiter weg. Zumindest war das so die Idee. Und ich wollte halt noch ein zweites Stockwerk drauf bauen. Aber so wie es gerade aussieht, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel geschafft habe. Ich ja jetzt doch nicht, ne? Ich weiß nicht, er ruht sich, glaube ich, aus. Ob ich das in meinem Zeitplan, den ich mir heute gesetzt habe, überhaupt schaffen kann. Hat der jetzt wirklich keine Lust mehr? Oder ist das für ihn nicht... Warte mal. Nicht nah genug dran. Eigentlich müsste es. Vielleicht brauche ich auch bloß eine Pause. Okay. Irgendwie komisch. Aber egal. Nehme ich die anderen Paare noch und packe sie ein bisschen näher hin. Dann hat er vielleicht keine Probleme damit. Gut, das müsste es eigentlich auch schon eigentlich... Das müsste eigentlich auch schon alles gewesen sein hier, was ich jetzt abgeholzt hatte. Mal gucken, wie lange es reicht. Ewig wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht zumindest, dass wir die Kronleuchter basteln wollen. So, die letzten beiden... Ich habe da schon wieder was gehört. So, Kevin. So. Oh. Ich hoffe, das passt. Für ihn. Ich meine, beschwert hat er sich noch nicht, aber was soll... Oh! Jetzt weiß ich, was da weg ist. Warte. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen. So, was aber ein bisschen komisch ist, oder brauchte ich da einen halben für? Das kann natürlich auch sein, dass es deshalb nicht funktioniert hat. Weil ich hatte jetzt ein Viertel den gehabt. Als Stütze. Vielleicht brauche ich auch einen halben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist ja schon eine ganze Weile her. Ah, ja. Okay, ich brauche einen halben. Hallo? Aber hier kommt es nicht. Boah, sag mir nicht, ich muss noch ein... Ich will mal was probieren. Geht hier nicht, weil... Okay, der ist weg. Vielleicht ging es deshalb auch nicht. Wo habe ich jetzt meinen Halm hingefeuert? Okay, jetzt geht's. Beauty. So. Da brauche ich nicht. Das sollte passen. Also quasi bloß, dass in der Mitte kommt, ja weg, dann wie bloß so eine Überfahrt werden. Ich werde hier auch noch eine kleine Treppe ranbasteln. Du kommst mal weg. Einfach bloß so zum Durchfahren, mehr oder weniger.
Und dann will ich auf jeden Fall nochmal eine Treppe nach oben machen. In der Hoffnung, dass das so wird, wie ich mir das denke. Ja. Ja. Was nu? Oh. Really? Alter, jetzt hänge ich hier auch noch. Hör auf, meinen Mitarbeiter zu nerven, Mann. So, das ging schnell. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Achso, siehst du, was ich vergessen habe? Lol, da ging da mehr wie 5 Federn rein. Das hätte ich auch nicht gewusst. So. Kannst da schön brutzeln. Kevin, Arbeit. Hätte doch sonst mal automatisch weitergemacht. So, lalala, da. Sieht vielleicht ein bisschen blutverschmiert aus, aber das hat nicht schwer zu sagen. Nein, Kevin, meine. Piss dich. Warte. Ja. So, einmal hier. Außerdem muss ich ja sowieso irgendwie hochkommen. Fällt mir gerade ein. Weil wir sonst das Dings, glaube ich, nicht unbedingt machen können. Das Dach richtig zumachen können. Hä? Nee. Nee. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Oh, Spiel! Echt komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, du kommst mal weg. Du kommst auch weg. Weil bei den anderen habe ich ja auch keinen Balken gebraucht. Nein! Seltsam. Mal gucken, wie das jetzt überhaupt ging mit dem, was ich hier drüben gemacht hatte, ne? Okay, vielleicht kann ich das auch mit dem halben machen und kann das dann draufsetzen. So. Gib mir doch den Strich in der Mitte, Mann. Okay, da geht. Oder ist das für... Nein, nein, böser Kevin. Hau ab, Alter. Ist meiner. Ach, jetzt gehen wir patzig weg, oder was? Warte mal, ich wollte mal probieren. Nein, wenn ich mich hier hochstelle, ob das vielleicht einfacher geht. Jo, glaub schon. Jetzt sag mir nicht, der will nicht mehr weiterarbeiten, weil ich ihm angeblich den Dings genommen habe. Okay, das geht aber bei beiden hier nicht. Warum? Okay, hier geht's auch nicht. Also bei den äußeren geht's. Aber ich habe doch... Ich meine hier... Oh, fehlt da manchmal ein Balken in der Mitte?
Muss mal gucken. Vielleicht liegt es daran. Ach ja, Kevin geht sich wieder ausruhen, weißt du? Eigentlich nicht. Ich habe nichts anderes gemacht. Hier habe ich ja auch keinen extra Balken eingezogen. Ich meine, notfalls würde ich das wohl machen, aber ich verstehe es nicht ganz. Oh, liegt es am Kronleuchter. Aber hier kommt halt gar nichts. Hier kommt aber auch nichts. Ah, okay. Der richtige Winkel vielleicht. Ne, das Ding auf jeden Fall nicht. Ja, von hier aus ging's. Nee. Ich weiß ja nicht, wo er das dann draufstellen will, wenn er... Okay, aus dem Winkel geht's auch nicht. Da würde es, ja toll, würde es zu der Seite gehen. Das bringt mir aber nicht viel, weil die Mitte weg muss. Es ist halt seltsam. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich meine, den Stumpf würde man wahrscheinlich auch nicht sehen. Sonst bricht das zu. Oder bricht das zusammen? Kann mal gucken, wenn ich den entferne. Nö, das geht. Lol. Die anderen vielleicht gar nicht gebraucht. Ich meine, wenn es doch so geht, bin ich nicht böse drüber. Aber das sieht halt ein bisschen komisch aus, weil es nicht gleichmäßig ist. Sag mal, haben wir jetzt hier schon wieder irgendeinen Herrn? Muss man gleich mal gucken. Oh. Wo ist er? Irgendwo hatte ich noch. Irgendwo habe ich ihn vergessen. Wo ist hier wer? Was willst du in meiner Bude, du Penner? Alter, Kevin, nicht jetzt. Komm. Ich treffe den seinen Kopf nicht mal. Ah. Toll. Oh, really? Warum kann ich den schon wieder nicht nehmen? Kann ich ihn wenigstens ein bisschen weiter ins Feuer sch... Ist mir manchmal wirklich ein Rätsel. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich brauchte glaube ich noch einen Holzstamm, ne? Oder zwei. Geht der jetzt an die Arbeit oder nicht? So, so. Und an sich könnte ich jetzt den wegmachen. Dahin. Mache ich die nämlich auch weg, dann sieht es wenigstens gleichmäßig aus. War jetzt zwar nicht so gedacht, aber wenn das auch so funktioniert, why not? Wir müssen halt bloß noch ein Dach draufklüppeln, ne? Ah doch, er arbeitet weiter. Sehr schön. Das langt halt nicht.
Wenn wir es halt selber machen, ist es wirklich halt wesentlich schneller. Aber ich glaube, ist besser wie nichts, dass der das in der Zwischenzeit für uns handelt. So, dann lass mal kurz kicken, ob das mit dem Dach auch so wird, wie ich denke. Ja. Also es war gerade da. Aber. Ha? Alter. Das ist manchmal echt eine Friemelarbeit, ne? Ja, und das wäre das Problem, was ich meine. Die Binnenäußeren. Da muss ich erstmal gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Warte mal. Wenn ich jetzt mal spaßeshalber. Den Spalter. Das war ja auch so eine Glückssache, ob das geht oder nicht, ne? Also hier nicht. Und hier auch eher weniger. Okay, wir brauchen auf jeden Fall was, um hochzukommen. Was ich nochmal gucken würde wollen. Nee. Brauche ich da wirklich einen ganzen? Zwecks hier so einer, zwecks so einer Treppe, ne? Ich glaube schon, ne? Jo. Okay, geht bloß im Ganzen. Schade. Sagen, hier geht's gar nicht. Also, dass das quasi wie eine Auffahrt ist. Ah, warte mal. Ich habe was vergessen. Ich wollte ja hier zwei Kronleuchter ranbasteln. Sollte man vielleicht nicht unbedingt mittig machen, aber. Bevor die Dings despawnen. Das hätte ich jetzt. Ah, jetzt hätte ich fast die Dings hier gemacht. Na, hier wieder mal einen Balken reinzimmern. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall gleich wo. Aber ich müsste erstmal hochkommen. Wohl eigentlich. Ich habe das jetzt hier zugemacht, aber ich wollte hier eigentlich noch eine Dings nach oben, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier hinkriege. Nehmen wir den mal weg. Genau. Achso, ich kann ja eh gleich Viere nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Dings überhaupt hinpacken kann. Ich habe so das Gefühl, Kevin ist fertig. Also so im Nachhinein, sonst muss ich das ja außen hinbauen. Okay, das wäre doof. Oh nee, weil ich jetzt hier so eine Erhöhung gebaut habe, komme ich ja gar nicht mehr hin, oder was? Vielleicht andere Idee. Weiß auch mir nicht, ich werde das bis hier machen können. Hätte ich das vorher mit einberechnen müssen, dann kann ich ja gar kein Stockwerk oben drauf bauen. Ja jetzt auch wieder fest. Oh Gott. Der sitzt da. Da kann ich aber bloß so einen Balken machen. Aber ich kann ja keinen Querbalken mehr runter machen. Oh. Da ist es ja ungeil.
Und ich krieg die Dinger da nicht vernünftig hingelegt. Also selbst wenn ich hier hoch wollte. Oh, ein Punkt und Bone macht es ihm aber echt nicht einfach, ne? Oder ich habe irgendwas... Warum bin ich müde? Ich sollte vielleicht was trinken. Wie war das nochmal gewesen? Modus wechseln? Ja, aber das scheint ja einfach so nicht mehr zu gehen. Warte mal. Nein. Naja, 15 Uhr. Ist normal, dass wir müde sind. Wir gehen dann mal relativ zeitig schlafen. Aber ich will noch mal was probieren. Also, dass ich... Dann hau mal ab hier mit dem Dings. Dass ich zwangsläufig eine Treppe außen bauen muss, wäre halt kacke. Vielleicht muss man so weiter vorher planen. Warte mal, ich würde mal kurz gucken. Dass wir das hier machen. Ich hoffe, das funktioniert. Bäume muss ich ja dann auch wiederholen, sehe ich gerade. So. Machen wir das so. Ach ja, Typ, ich weiß, dass du müde bist, aber da brauchst du jetzt hier nicht so rumschlaufen. Was sagen, Ina war doch nur da. Hä, war das ein ganzer... Voll. Nee, das war ein halber Stamm. Was sagen. Ich weiß nicht, ob wir da noch was machen können. Das einzige Gute ist, ich weiß, ich kann es dann wieder abreißen. Aber ich kann hier kein Dings... Weil da schon ein Stamm ist, ne? Das Einzige, was ich noch versuchen könnte, dann wird es aber noch breiter. Ich weiß halt nicht, ob das auf Grund sein muss, ne? Das weiß ich halt nicht. Also mit dem Gestöhne tut er mir aber auch keinen Gefallen, muss ich mal ehrlich sagen. Ne, warte. Paare haben wir ja noch. Oh, nicht mehr so wirklich viel. Oh. Ich bin anscheinend Stufe 16, wie es aussieht. Oh, vielleicht darf da jetzt auch nicht oben sein. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Das würde gehen. Hier bräuchte ich ja dann nochmal. Obwohl, ja, könnte ich hochspringen. Warte mal, ich will mal gucken. Ja, toll, das ist der. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Toll, ich habe jetzt noch einen Stamm. Okay, das geht zumindest. Da verließen sie ihn. Oder habe ich auf der anderen Seite noch welche? Ne, die muss ich lassen. Ah, ich mach's nicht gern. Oder nee, bei den Stämmen sollte ich vielleicht nicht. Ja, oh Gott. Ich meine, jetzt brauche ich auch keiner mal angreifen. Okay, das geht. Komme ich? Oh, okay, gut, komme ich. Jetzt kann man das hier nämlich auch machen. Weil ich nehme die jetzt schon mal hier weg.
Weil ich weiß, ich kann die wieder zumachen. Alter. Weil ich kann die schnell von unten zumachen. Das war, glaube ich, auch immer so ein Problem. Okay, ihr Flitzpiep. Warte mal. Ich, trinken. Ich weiß, er ist unglaublich. Unglaublich müde. Nee, Energy Drink nicht. Wir gönnen uns nochmal eine Dose, oder? Aber dass man halt eine Treppe von außen unbedingt machen muss. Also, Dings hat jetzt irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer das... Lol. Warte mal. Alter, mitten in den Arsch oder wohl gehen. Das ist so räudig, dass die hier reinkommen können. Okay, wenn sie bloß auf die Tür gehen, ist ja egal. Warte mal, gib mal ein paar Pfeile. Ja, ob der ist tot, ich bin mir aber nicht so sicher. Der ist auf jeden Fall noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Ich würde mir vielleicht gleich nochmal ein Stocklager holen. Okay. Stocklager bauen. Warte mal. Ich hoffe, der kommt nicht rein. Das war Lager, ne? Oder? Pack mal weg. Genau deshalb. Gut, ich war mir jetzt nicht sicher, ob der auch schon tot war. Also, bevor die wieder despawnen, rein mit dir. Ich meine, mit den ganzen Dings habe ich auch noch was vor, ne? Außer mir Knochenrüstung zu machen, dass er so... Natürlich kriege ich den wieder nicht. Sind die vielleicht manchmal zu schwer? Okay, den kann ich nicht tragen. So, warte mal. Ich brauche ja nochmal so ein... Möbel sind es nicht. Lagerung. Stocklager, Steinlager, Stamm, Knochenlager. So. Mein Pen müssen wir sowieso gleich wieder. Und eigentlich wollte ich ja heute meine Dings noch bauen hier. Obwohl, die anderen Steine sind halt auch noch da. Oh. Ist es? Man hat halt abartig viele Knochen, aber kein Gefühl mehr damit machen. So, ja, ich weiß, ich bin müde. Hä? Ist das schon voll? Leck mich doch, das ist schon wieder voll. So. Okay, alles noch da. Sehr schön. Wir gehen was trinken.
ist manchmal random, wie viel da reinkommt. Lalala. Lass uns das mal fertig machen. Ich flick das alles dann nochmal, keine Sorge. Aber ich will erstmal die Kronleuchter dran haben. Na. Richtig trinken, mein Freund. Ich meine, wir müssen eh nochmal links holen. Nee. Ja, er chillt auf seinem Thron. Okay, nee, ich bin ja doof. Ich hätte ja gleich mal... War das jetzt bei... War das gewesen? Nee, Lagerung. Was war da hier noch? Eine Vogelseuche. Könnten wir auch hinbauen. Kleintiefer hatten wir schon. Fischreuse. Joa. Fallen wir vielleicht doch nicht so schlecht, wenn wir öfters mal... Den Anbau wollte ich eigentlich machen, ne? Stichen können wir auch. Bett hatten wir ja. Hier, ach, brauchen wir sogar einen neuen Schädel. Okay, da geht's nicht. Und... Nein. Ich habe bloß drei Schädel. Kann ich bloß drei Schädel mitnehmen? Ich meine, wir haben ja drin noch welche. Oh nein. Oh Gott, sagen. Ja, schwebt der in die Luft. Ich kann echt bloß drei Schädel mitnehmen? Ich glaube, 15 war ja das Maximalste, was wir konnten. Na gut, müssen wir noch mal ein bisschen hin und her latschen, aber da haben wir wenigstens ein bisschen was Beleuchtetes von außen. Dass das auch in der bestimmten Reihenfolge sein muss, ist halt auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ah, toll. Gut, der ist wenigstens noch da. So, der hier vorne war doch derjenige welche gewesen, den ich fast fertig hatte, ne? Jo. Kann ich den Schädel? Ja doch, den kann ich hier durchnehmen. Okay, dann brauchen wir doch noch ein paar. Ja, ja. Und hier kann ich so nicht durchlaufen. Schiete. Problem ist bloß, ja, brauche ich das überhaupt? Warte mal, ich will mal was versuchen. Wenn ich die wegmache. Weil eigentlich war es ja so gedacht gewesen, dass das ohne diese Erhöhung ist, ne? Aber ich hatte halt nicht mehr... Ah, shit, das kriege ich nicht weg. Schade. Okay. Vielleicht hätte ich es gleich so versuchen sollen, also die so ein bisschen übereinander zu stapeln. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das gegangen wäre. So einen kleinen Baumstamm und dann einen großen drüber. Ohne die ganzen Geschichten. Kann aber auch sein, dass das jetzt hier daran liegt. Wenn ich das hier alles wegnehme. Okay, doch, das geht. Okay, dann lag das halt wirklich bloß daran. Mal. Weil das Schöne ist, da kann ich mir das nämlich auch sparen. Ich habe ja schon vier, ne? Dann kann ich mir das nämlich auch sparen.
Hallo? Achso. Steuerung manchmal. Und da steht ja trotzdem. Und ich kann unten drunter durch. Und dann kann der nämlich auch weg. So. Bei dem weiß ich nicht. Nee, also den kann ich nicht wegnehmen. Der muss bleiben. Müssen die auch bleiben? Von der Theorie her nicht. Muss bloß mal gucken, ob das funktioniert. Weil dann kann ich das nämlich auch gleich, wenigstens gleich fürs Dings benutzen. Hä? Oh. Na? Vor oben fürs Dach. Was ganz schön wäre. Was, da könnte ich ja eigentlich gleich mal ja, erstmal hier hin machen, damit er vielleicht nochmal hochkommt. Dann könnte ich das hier nämlich erstmal zumachen. So spart man sich Zeit. Also das will ich auf jeden Fall dann eigentlich noch zumachen, ne? Aber dann müssen wir dafür nicht mehr weiter sammeln. Und wir haben gleich noch Stämme für, ja, eigentlich für oben. Schön. Ich weiß, ich hätte es auch gleich mal so machen können, von wegen, Eigentlich viel hier auch. Warte mal. Wie gesagt, ich wollte es ja eigentlich erst eher innen haben. Ja. Und nicht hier außen. Ich glaube, hier muss ich ein Ding basteln, ne? Also die Treppe wollte ich eigentlich da erst haben. Ah, ne, doch nicht. Warte mal. Es war doch gerade hier. Oh. Warte. Sobald es kommt. Ich wollte gerade sagen, ich mache nämlich schon mal. Ist jetzt auch nicht so wunderschön, ne? Aber ich komme hier auf jeden Fall erstmal schnell hoch. So. Jetzt mal wieder das Dach hier flicken. Aha. Und wer chillt da unten wieder? Unser lieber Freund. Also mit ein bisschen Anstrengung und so geht das alles schon. Weil dann wollte ich hier eigentlich noch mal eine zweite Dings draufsetzen. Na, so gesehen eine zweite Etage. Und dass du halt ab mal, na doch, eigentlich ab hier so einen kleinen, naja, so eine Veranda eigentlich hast, kann man sagen, kann man bald sagen. So war zumindest der Plan. Aber was ich da an Dings brauche, ist halt... Was denn nu? Hä? Hat er sich jetzt ins Feuer reinge... Er hat sich wirklich ins Feuer reingesetzt, ne? 10 Uhr. Weiß halt nicht. Ist das wirklich klar? Ach lol. Hab ich hier eigentlich mal was gefangen? Toll. Kann das sein? Also ich weiß nicht. Ich könnte es ja verstehen, wenn man sagt, okay, jetzt noch Köder runterpacken. Gestern. Dann wird das mehr bringen, aber irgendwie... Hier ist halt zu wenig Wald. Gefühlt. Und ich weiß halt nicht, wie weit ich ihm entgegenkommen muss. Okay, wir brauchen aber noch mal ein bisschen. Hier ist es. Obwohl, wenn man Vorhaben hat, dann macht es halt auch wieder Spaß, ne? Aber
wirkt für mich auf jeden Fall ein bisschen umständlicher als. Warum muss der jetzt gerade kommen, Alter? Warum? Genau deswegen wollte ich hier drüben eigentlich nicht hin. Und ich glaube, vom Weg her ist das drüben wirklich besser. Aber vielleicht geht es ja jetzt damit schneller. Wir haben ja einen besseren Bogen. Ich meine, ja, Mutantenhaut können wir gebrauchen, aber er braucht halt Ewigkeiten, ne? Bis wir ihn mal haben, gefühlt. Wenn ich den überhaupt treffe, ich bin mir manchmal nicht so sicher. Bäh. Ah, okay, das war auf jeden Fall getroffen. Toll. Habe ich keine... Nein, warte, das war falsch. Ich bastle erstmal wieder. Ich meine, Federn müssten wir ja genug haben. Wie viel haben wir denn? 68. Deshalb wollte ich die auch eigentlich immer wieder gleich mitnehmen, bevor ich das vergesse. Ich will halt wirklich, ich meine, ich kann jetzt genug Pfeile machen, ne? Da muss ich nicht unbedingt da ran. Aber es könnte halt wirklich... Schon wieder keine Pfeile mehr? Ich habe schon wieder keine... Ich habe mir gerade zu viel gemacht. Man kann es wirklich sein, dass so viele daneben gegangen sind, aber... Genau das war mein Fehler. Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Und von den anderen habe ich gar keins mehr? Musst du jetzt so nerven? Bäh. Toll. Oh, oh. Nein, nein! Och, leck mir. Och, Spiel, Alter, warum muss dieses Scheiß da mal kommen? Alter, das nervt. Warum braucht das auch so lange? Ich meine, ich habe meinen Fortschritt werde ich deshalb jetzt nicht aufgeben, ne? Und das müsste ja sowieso gleich bei uns beim Lager sein. Aber das ist so nervig. So, wo ist denn jetzt... Ich meine, um die Knochenrüstung ist nicht schlimm. Oh, fuck. Warte mal, das sind ja nur... Aber habe ich noch genug Ressourcen? Das ist die Frage. Ganze drei Steinpfeile. Warte mal, ich gönne mir erstmal Medizin. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich halt wirklich nicht, ich nehme Mutantenort oder so? Ne. Na toll. Warte mal. Oh, was willst du denn? Warum rennt der so? Lass mich in Ruhe. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe bloß noch drei.
Ich wollte jetzt wenigstens einen kleinen Stein sammeln, Mann. Ja, toll, ich kann mir bloß... Das ist sowieso nicht lang, ne? Und ich höre dieses Kackvieh, was es gerade kalt gemacht hat, schon wieder. Oder? Ja, es ist halt immer noch vor unserer Bude. Ja, leck mich, Alter. Dieses kleine Scheißvieh. Das war sehr nah. Mann! Warte mal, kommt er so hier hoch? Ich bin ja doof. Ich hätte die ganze Zeit von hier oben machen können. Oh. Toll. Habe ich echt keine anderen Pfeile mehr? Cool. Okay, danke für die Federn. Ist das jetzt unten drinne? Ich glaube, das ist unten drin, oder? Können die sich nicht mal gegenseitig so ein bisschen? Oh. Ihr könnt schon nerven, das wisst ihr, ne? Besonders der lange. Nein. Ich wollte sagen, leck mich. Oder komm runter hier. Komm, Badespaß. Haben schon vor die andere gemacht. Du kannst mir meinen Fall wiedergeben. Ja, schön. Jawohl. Jawohl. Ja, nee, 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 nee. Warte. Du lass dich nicht so lange bitten, Mann. Wir haben es doch in den Höhlen geübt, nur komm. Das Problem ist, ich würde halt ganz gerne mal... Oh, dafür müsste ich, glaube ich, erstmal wieder rum. Er will mich halt echt verarschen, ne? Wenn ich nicht so ungeduldig wäre. Und, warte mal. Ich bin mir mal, hier in Feldration. Und warum bin ich immer noch müde? Och nö, Alter, jetzt habe ich was zum... Ja, dann komm wenigstens ins Wasser, du Arschloch. Oh, wie dieses Kackding nervt. Warte mal. Ich kann den jetzt ja auch nicht mal ernten, ne? Haha. Ja, endlich. Okay, warum ist mir das nicht eher eingefallen? Ich träume. Okay, nur vorsichtshalber, ranbasteln. Ich wollte doch heute bloß ein bisschen bauen. Oder lebt das noch? Dürfte eigentlich... Lebt das jetzt noch? Natürlich lebt das noch. Ach komm, ey.
gibt es hier vielleicht kleine Steine. Das muss ich hören, glaube ich, meistens nicht. Wenn der angescheißert kommt. Und den ganzen Damage, den ich ihn, glaube ich, vorher gemacht habe, ist auch für den Arsch. Aber ist auch nur Zeit. Weiß nur. Warum bin ich immer noch so fucking müde? Ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht treffen. Aber anders wüsste ich mir jetzt nicht mehr zu helfen. Und dass der nicht ersoffen ist, ey. Ey, jetzt rennt er wieder weg, weißt du? Ich meine, das sind ja zwei! Warum sind das zwei? Mann, Alter, jetzt zünd doch mal das Scheiß... Oh, Junge, Alter. Alter, hoch da mit dir. So, und jetzt zünd das Scheißding an. Hallo? Ja, zünd das an. Das Spielchen hatten wir ja schon mal, ne? Du bist in mein Haus, du Arschloch. Oder? Was ist denn der jetzt? Der nächste angetüdelt. Ich hoffe, mein Haus brennt nicht ab. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ach man, lass mich doch einfach mal in Ruhe bauen. Ich habe einen Pfeil gefunden. Ist aufs Haus geklettert? Ja, ich hab's befürchtet. Nein, Alter, wenn ich wieder sterbe, dann... Ich will die Mollys ungern verschwinden. Aber... Bleibt, glaube ich, nichts anderes drüber. LOL. Warte, kann ich das wieder wegstecken? Ich hoffe. Warte mal. Nur vorsichtshalber. Ich habe, glaube ich, gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Das ist... Hier brennt es hoffentlich nicht mehr. Kann ich den... Ja, das ist wenigstens das Mindeste, ne? Wenigstens das Problem ist bloß der andere Hoshi. Und ich brauche wieder einen Haufen kleiner Steine eigentlich. Und naja, die Stöcke habe ich ja. Hat der Kevin für mich gesammelt. Aber gut, ich weiß, dann gehe ich da drüben nicht hin. Arschloch. Der hat mich ja auch Haufen Pfeile gekostet. So. Wollen wir nicht weiter rumlamentieren? Ich wollte, glaube ich, hier oben weitermachen. Ne? Jo. Dass wir langsam ein bisschen vorankommen. Obwohl, dafür kann ich die ganzen nutzen. Ich wollte ja eigentlich jetzt hier mehr so in der Mitte machen, ne? Wo er sich meistens so anstellt.
ich weiß, wir haben noch ein paar, aber ich wollte ja da dann eigentlich noch mal ein Dings aufzimmern. Hm. Eine Decke. Zumindest war das so der Plan. So. So. Und so. Ich hoffe, ich kann das da trotzdem mal fertig bauen, ne? Nicht, dass ich mir dann nochmal irgendeine Provisorium dahin... Hallo? Provisorium dahin basteln muss und dann geht das nicht. So, an sich müsste das gehen, das gehen. Das gehen. Und das hier. Der Rest sollte mit Baumstämmen zu erledigen sein. Eigentlich. Abgemessen, sehr schön. So, das brauchen wir dann nicht mehr. Ob mir das auch was bringt? Also wenn ich die klein klein mache, also für was auch immer. Ja, ja. Achso, lol, das sind immer bloß drei. Na gut. Mache ich gleich weg, keine Sorge. Oder mal zumindest das, wo ich mir, was ich mir als erstes überlegt hatte, was ich so machen wollte. Und der Rest, ja, man kann sich halt vorstellen, wie es aussieht. Problem ist halt bloß, ja. An sich irgendwie die Zeit, weil ich glaube nicht, dass ich das in einer Stunde nochmal schaffe. Weil halt nochmal ein Dach aufbauen und so, aber vielleicht wenigstens eine Wand. Und, vielleicht wenigstens eine Wand und das Gitter, kann man das so sagen? Das Geländer, so, das Knochengeländer. Ja. Okay, auf der anderen Seite fehlt es auch, glaube ich, bloß noch vier, ne? Warte mal, den weg. Ja, Kevin, du siehst wundervoll aus. Da. Hä? Achso, falsche Taste. So. So war es nämlich gedacht. Das brauche ich halt. Ja. Die schönen Sachen. Mir wieder nicht reichen. Ja, 5 sollten es wenigstens sein, oder? So, dass wir unser Fenster haben. So, so, das ist weg. Und dann soll hier eigentlich, muss mal gucken, wie ich das baue, Gelände hinhalten. Obwohl hier die Deckenschädellampe hätte ich auch mal können, aber dafür brauche ich wieder Seil. Ist mir eigentlich auch nichts. Das ist bloß Lagerung. Egal. Pflanzengefäß. Dann könnten wir hier draußen eigentlich auch ein Pflanzengefäß noch hinbasteln. Wenn ich jetzt mal den Dings finde. Also hier drüben ist es nicht. Ich hoffe, das kann man auch machen. Und ansonsten wäre es ein bisschen... Hier ist das Zelt, das ist das Feuer. Sollte hier eigentlich nicht vorhanden sein. Oder ist das bei... Naja, Strukturen. Aber ich werde ja hier mit Knochen keine Strukturen hinmachen können. Hier ist ein Zaun. Also den kann ich aus Dings machen, aber ich würde halt gerne... Kann man keinen Knochenzaun machen? Warte mal, ich nehme mal. Ich weiß nicht, ob das. Gehen die nur als Waffen? Okay, die gehen anscheinend wirklich nur als Waffe.
Nicht hier oben kein? Ah, doch, das geht. Aber wie hoch ist denn der dann? Ist das jetzt hier richtig? Ich bin mir nicht so sicher. Also es kann halt sein, dass ich das unbedingt so machen muss, aber das ist ja schief. Oder nicht? Ja, das sieht ja nicht aus. Sorry. Aber das war zumindest die Idee gewesen. Dass man das hier so weit zumacht, weißt du? Also das Bausystem hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt oben noch fertig machen will. Weil da drüben brauche ich nicht hingehen. Wenn der Plinz wieder kommt, dann das bringt hier, glaube ich, mehr Punkte. Wenn ich das dann Kevin wieder zuschmeiße. Ich will es bloß schon mal fällen. Ich hoffe, das verschwindet auch nicht. Wir müssen ja eh gleich pendeln, ne? Was jetzt? Jo. Ich bin halt da bloß ein bisschen, naja, weiß nicht, kann man sagen, frustriert oder so. Weil es halt das war, was mich halt am meisten gefesselt hat irgendwie. Das hatte ich vorher halt auch noch nie so gehabt. Ich weiß, es gibt dann noch eine Menge Building-Geschichten oder so. City Skylines oder so, wo man halt auch. Aber das ist halt eher so meins gewesen. Relativ einfach, dann sich vielleicht noch was. Naja. Man kann vielleicht dann noch ein bisschen kreativ arbeiten, aber hier. Ich fühle mich ja relativ. Ja, toll. Ziemlich eingeschränkt. Weiß nicht. Also schön, dass die Kettensäge Ewigkeiten hält. Man kann schon groß bauen. Also damit. Aber. Gefühlsmäßig kann man halt nicht schön bauen. Das ist so. Das ist halt das, was so ein bisschen schade ist. Okay. Jetzt mal wieder hier runterhauen. Das ist zumindest mein Learning dadurch. Schön bauen. Ja, habe ich jetzt einen Stamm verloren? Habe ich bloß ihn mitgenommen? Okay, es müsste ja auch Nacht sein, ne? Ja. Also, dass man nicht mal aus Steine oder irgendwas was vernünftig bauen kann, ist halt, ich würde mal gucken, bei dem, ob das so einigermaßen funktioniert, wenn das halt hier weg wäre. Ah, hätte ich auch mehr Leuchtkraft mir erhofft, ne? Aber dann sitzt das Ding nicht so wirklich mittig, ne? Kann ich das nochmal? Ja, nee, das geht nicht. Gut, das kann ich. Ja, ich könnte es zerstören, aber will ich ehrlich gesagt nicht. So. Dementsprechend, weil das hier drinnen bloß so hell war, dachte ich, das wird dann draußen auch so strahlen. Dann würde ich bloß mal speichern. Erstmal. Und dann mein kurzes Raucherpäuschen machen. Und dann vielleicht das oben noch zu Ende machen. Aber zum Kreuz wollte ich halt zum Beispiel heute auch noch. Und das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich hatte eigentlich bloß mit 3 Stunden gerechnet. Wir werden mal gucken. Aber das ist halt auch wieder, dass man oben das mit keinen Knochenzaun machen kann, kein Holz, kein Steinzaun. Der Holzzaun sieht halt aus. Ist halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, dann ja, bin ich in 5-6 Minuten wieder da. Also, bis gleich. So, bin wieder da. Moment. Hier. Hi. Und. Jo. Kann weitergehen. Warum bin ich immer noch müde? Warte mal, wie spät ist denn das? Hä? Ach so. Ich habe noch nicht geschlafen. Stimmt ja.
Okay, es pisst. Ich habe mich nämlich gewundert, warum habe ich den Hunger und nicht. Warte mal, hatte ich hier einen? Doch, hatte ich noch. Aber das sieht... Doch, dry. Das sieht halt gammelig aus. Okay. Es sieht nur gammelig aus. Scheint es anscheinend aber nicht zu sein. So. Ist Kevin? Ach, Kevin ist noch da. Sehr schön. So. Dann trinken wir mal. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier gemütlich weiter sammeln. Also, wenn Ureinwohner kommen, wäre das nicht so das Problem, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich nur wegen die Schädel, nicht mal wegen die Knochen. Knochen haben wir genug. Aber ich brauche halt Schädel. Und dass man bloß drei mitnehmen kann, ist halt so, ne. Okay, muss mal gucken, wo habe ich denn hier... Ah, hier. Muss ich bloß mal gucken. War das jetzt bis hier? Ich bin mir gar nicht so sicher. Okay, Kevin ruht sich erstmal bloß aus. Wir können es ja schon mal vorbereiten, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob es langt. Vielleicht kullern sie auch weiter. Ich hab mal Hoffnung. Ja, nicht so wirklich, ne? Mal schauen. Machen wir halt peu à peu. Ja. Da müsste sie aber auch nehmen, oder? Vielleicht Innenstein als Grenze, in Stamm wieder als Grenze nehmen und dann mal gucken. Hier hinten eigentlich? Oh gut. Bin wirklich weit hier hinten, ne? So. Wir können gleich mal zwei mitnehmen, wenn Kevin schon mal da hinten ist. Ich werde da, glaube ich, auch noch eine Tür reinbasteln. Bei unserer Treppe nebenan. Aber das ist halt so... Ist halt nicht so schön. So, Kevin ist wahrscheinlich wieder am Chillen hier. Ja, mein Guter. Es wird wieder... es gibt... Arbeit. Ein wenig. Warum sind hier bloß große Steine? Okay, können wir uns, glaube ich, darum kümmern, wenn wir zu den Bunkern irgendwann wieder gehen. So. Macht der jetzt auch oder nicht? Dann kann ich es ja gleich alleine machen. Ach, Kevin. Ich kann mir doch nicht erzählen, dass er jetzt schon wieder müde ist. Ah, jetzt kommt er. Okay. Ich hoffe, es ist weit genug für ihn. Oder weit. Nah genug für ihn. Machen wir noch was. Das hier braucht keine kleinen. Doch. Einer. Zwei. Wenn man sich was in den Kopf setzt, ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die überhaupt reichen. Und jetzt können wir auch mal ausprobieren, ob Kevin die auch ein bisschen weiter oben holt. Ich meine, von da, wo ich sie hingepflanzt habe, das passt. Das ist schön.
Vielleicht tut er so auch irgendwann mal. Oh nein. Habe ich überhaupt Pfeile? Ganze 2. Habe ich kleine Steine? Oh toll, ich habe 18. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Aber ich habe dann wenigstens wieder Schädel. Zumindest einen. Die dicken kann ich ja irgendwie nicht mitnehmen. Warum auch immer. Werden vielleicht für ihn zu schwer sein. Na toll, der ging daneben. Hä? Okay, der ist weg, glaube ich. Shit. Moment. Ey! Warum läuft der jetzt weg? Warum sind das jetzt auf einmal so viele? Shit. Oh, tschüss. Dass man hier aber auch nicht abschließen kann, Alter. Das ist furchtbar. Toll. So. Wo ist denn der Dicke jetzt? Ist er jetzt direkt hinter der Tür? Jo, ist er. Wo ist denn der andere? So, oder? Oh Gott. Warte, warte, warte. Erstmal. Ist mir nie aufgefallen, dass wir. Ach, hier ist Mix. Ach so, ja, den hatte ich ja hergestellt. Stimmt ja. Ja, kleine Steine ist wichtig. Okay, warte mal. Ich habe das Gefühl, mit dem alten Bogen, der hat zwar nicht so viel Damage gemacht, aber da bin ich wesentlich besser klar mitgekommen. Okay, von da drüben holt er von selber, das ist sehr schön. Aber ich brauche trotzdem noch 8 Schädel, Alter. Yay. Oh. Oh. Ich weiß, mir geht's bloß wieder so semi. Ich meine, wie viele Dings haben wir noch? Okay, machen wir noch 3. Ich hoffe, wir kriegen ja eh noch ein paar mehr. So. Ich will mein Klebeband halt dafür auch nicht ausgeben, ne? Und
Ich weiß, Tech-Rechtsung habe ich noch, aber es wird, glaube ich, irgendeinen großen Endkampf geben. Deswegen würde ich, glaube ich, oder will ich das halt bis dahin aufgeben. So. Habe ich jetzt den Kopf genommen? Ich hoffe. Und dann holen wir weiter mal ein bisschen Holz, damit ich wenigstens oben einigermaßen fertig werden kann. Ja, toll. So, er holt. Ich weiß halt nicht, wo bei ihm hier die Grenze ist, ne? Also kann sein, dass wir dann nochmal weiter schmeißen müssen, aber ich will erstmal gucken. Wie gesagt, zu meiner Stelle wollte ich da auch nochmal hin. Und dadurch, dass, naja, dass man nicht mal einen hübschen Zaun oben hin basteln kann oder so, ist das jetzt gerade schon wieder so. Wenn man sich das halt schon im Kopf so zurechtgelegt hat, ist das halt ein bisschen doof. Okay. Was habe ich denn hier alles gemacht, Alter? Hallo? Oh nein. Ach so. Bloß die falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht das nicht mehr. Nächsten Besuch, ich sollte vielleicht wirklich einfach mal mehr Pfeile jetzt wieder machen, ne? Ich wollte gerade sagen, hau doch mal ab mit den großen Dingern, ich brauche hier kleine. Nicht eigentlich, kann man auch sagen, dass der kleine Steine sammeln soll? Ich glaube bloß groß. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. So. Wir haben es gleich. Ich glaube, Kevin macht schon wieder Pause. Oder ist ihm wieder nicht nah genug dran. Das kann auch sein. Ja, Stückchen. Okay, zwei haben wir, glaube ich, noch. Und das müsste es dann sein, ne? Ja, er macht jetzt eine Pause. Ne, drei haben wir so, oder? Stimmt, ich habe ja vorhin bloß einen mitgenommen. Oder liegt hier noch irgendwo einer rum? Nee, ne? Nee. Okay, ist der letzte. Wird nicht reichen. Wird, glaube ich, nie und immer reichen. Er hat schon einiges aufgestapelt, was Schönes. So, mal ein bisschen näher ran da. So. Ich hoffe, ich hau ihm nicht aus, dass ihm wieder was an Kopf. Wäre nicht das erste Mal. So. Hab ich da irgendwann mal ein Feuer gemacht? Kann das sein? Der muss auch denken, der ist doch bescheuert, ey. So. Ja. Und die letzten nehmen wir gleich so mit. Wollen wir auch oben hin basteln, ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen, vielleicht ein bisschen langsamer, wie ein kleiner Steiner.
Große Steine. Dass wir uns einfach nochmal vor jetzt aber was zurecht basteln. Ich glaube, ich habe jetzt sogar noch einen Pfeil gefunden. Okay, warte mal, ich muss ja nach oben, ne? So, dann lass mal ganz kurz reinkicken. Wie viel haben wir? 21. Ich gebe das so wenig Stöcke. Also ja, er hat ja von uns noch gesammelt. Wie viel haben wir? Ja, toll, kann man nicht sehen. Jetzt scheitert es wirklich an den Stücken. Okay, aber wir haben schon 20. Okay, gut. Dachte, wir hätten wesentlich weniger. Aber vielleicht habe ich ja noch einiges jetzt mitgenommen. So, mal gucken. Vielleicht kriegen wir wenigstens das Grundgerüst so weit hin. Unten hatte ich ja mit 6 gemacht. Hier will ich bis mit 5 Baumstämmen. Baumstämmen. Ja, doch, Baumstämmen machen. Ja. Das mit meiner Veranda wird dann halt hier auch nicht werden. Das ist halt sehr schade. Ich glaube, ich kann eh gleich da hinten wieder hingehen und neue holen, ne? Mal gucken, hier. Jetzt habe ich hier schon Fenster gemacht. Noch eine Tür da reinbasteln. Zumindest so das Vorhaben. Mal gucken. Ich meine, hier wäre man ja auch relativ safe, wenn die jetzt nicht unten reinkommen würden. Oder muss es halt von vornherein gleich richtig schön hoch machen, dass die jetzt gar keine Chance haben. So, das dahin. Das dahin. Kann ich eigentlich? Warte mal. Würde das gehen? Nee, schade. Ich dachte, okay, vielleicht geht es ja, dass man es wieder zumachen kann. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Obwohl. Mal. Hier bloß 2 Fenster reinmachen. Und ich dann noch einen Außenstieg lasse für die andere Seite. Wäre vielleicht, glaube ich, auch gar nicht so dumm. Kann ich jetzt das unterste wieder hier nicht? Oder... bloß nochmal Verschalung, glaube ich. 3 oder so. Und ich komme hier nicht mal durch. So, warte mal, ich muss mal. Das runter. Ich muss, glaube ich, wirklich 6er machen, ne? Weil hier kriege ich, glaube ich, keine Tür rein. Ich muss mal schauen. Ich hole mal von unten. Ich glaube, wir brauchten 3. Ob das überhaupt geht.
Nee. Dann lasse ich sie erstmal so. Es wird heute sowieso nicht wirklich fertig werden. Das kann ich schon mal sagen. Ich meine, wenn ich Pech habe und na. Und das Ende nicht finde oder so, dann kann man dann vielleicht am Sonntag doch mal abschließend hier ran ein bisschen weitermachen oder das fertig machen. Warte mal, ich muss mal. Ich störe mich hier ein bisschen. Ich meine, ein bisschen was haben wir ja noch von unten für die Decke, aber nicht mehr so wirklich viel. Obwohl, das sollte ich vielleicht auch mal abbauen, ne? Aber ich wollte es halt bis 5 hoch machen, nicht mehr. Mal gucken, wo ich dann hier. Doch, das könnten wir vielleicht machen. Das war drumrum ein Steg lassen, ne? Problem ist halt bloß, wenn unser komischer. Wenn der komische Klaus von da hinten wieder kommt, dann ist das ungünstig. Und ich sehe jetzt schon die Baumstämme, wenn ich reichen. Mein Kevin war schon fleißig, der hat schon viel geholt. Aber es wird nicht reichen. Selbst wenn ich das hier oben ein bisschen kleiner mache. Aber eigentlich müsste ich halt noch eins oben drauf machen, damit wir wenigstens eine vernünftige Tür machen können. Und der Plan war ja eigentlich auch noch gewesen, wir können ja auch noch ein richtiges Schrägdach, glaube ich, machen, wenn ich es richtig gesehen hatte, das da auch hinzubasteln. Aber irgendwie. Nicht so, wie ich das will. Oh, und Kevins Nachschub ist eigentlich, oder unser Nachschub ist eigentlich schon wieder weg. Eigentlich wollte ich es halt ganz genauso groß machen, aber ich glaube, also selbst allein dafür, wenn wir Besuch bekommen, ist das, glaube ich, besser, wenn das hier ein bisschen kleiner ist. Hier würde ich es bis zum Ende machen wollen. Aber ich sehe schon, es wird nicht reichen. Das Ding ist, er hat aber von da hinten auch geholt, ne? Okay. So, nochmal kurz die Kettensäge ansetzen. Das will ich auf jeden Fall jetzt noch oben fertig machen. Okay, ist ein Zweier. Dürfen wir theoretisch heute noch schaffen. Wenn wir jetzt nicht großartig so eine, oder nicht großartig Besuch kriegen. Ja. Und dann will ich wenigstens mal zu meinem Platz mit dem Kreuz. Weil, wenn ich Glück haben sollte und das wenigstens finden sollte, ne, dann kann man eigentlich die Kreuzplatane ausrüsten. Wenn ich Glück haben sollte und das finden sollte, dann müssen wir da nicht nochmal ran. Aber das ist halt so das Einzige, wo ich sage, jo, das will ich auf jeden Fall schaffen. Okay, er macht erstmal wieder Pause. Das ist super, Kevin. Wir müssen halt die langen Wege latschen. Okay, ich könnte eigentlich auch mal. Habe ich noch irgendwas zu. Ja, gut. Wie gesagt, die Dosen habe ich eh immer vergessen. Wirbeln wir mal so was mal rein. Ja. Wie gesagt, wenn wir jetzt dann noch Besuch bekommen, dann ist das hier dauert wieder. Aber schön zu sehen, dass Kevin anscheinend wieder fit ist. Ich weiß, wäre halt schön, wenn man ihm zum Beispiel einen Energy Drink geben könnte, ne? So.
Auch mal weiter da. Dass er vielleicht ein bisschen ausdauernder ist oder vielleicht auch gleich zwei Baumstämme holen könnte. Nicht immer bloß ein. Ich meine, er müsste doch auch kräftiger werden, oder nicht? Ich habe es bloß blinken gesehen, aber irgendwie. Ach ja, ich muss sammeln. So. Ach ja, ist er fleißig? Ist er nicht fleißig? Also nicht ich, ich meine Kevin. Ne? Bei uns ist das halt Standard. Wir müssen uns ja nicht selber. Aber das da oben würde ich ganz gerne. Das wirkt dann, also das Hotel wird ja keiner weiter kennen, glaube ich. Das habe ich offstream, glaube ich, gebaut. Ich habe es, glaube ich, mal auf Twitter Bilder davon geteilt. Aber sonst auch nicht großartig weiter. So, der Anfang, kann man sagen, also was unten war, passt ungefähr halt bloß wesentlich länger und breiter. Und ist nach oben dann auch immer noch ein bisschen schmaler geworden, ne? Eigentlich fast noch zu schmal, weil ich mir dann ja noch in den Topf gesetzt habe, okay, da muss auf jeden Fall nochmal der Aussichtsturm drauf, damit es noch höher wird. War dann von der Breite her ungünstig. Und ich weiß nicht, ob ich das hätte hingekriegt, dann das nochmal ein bisschen breiter zu machen. So, Kevin, die letzten beiden Stämme und die anderen holen wir uns. Ich hoffe, das reicht dann jetzt wenigstens dann, um eh mal ringsrum zu gehen. Ansonsten unten kriege ich ja, glaube ich, noch zwei her, aber das war's dann auch schon. Und so haben wir wenigstens mal ein Streamchen noch gehabt, wo wir ein bisschen gebaut haben. Aber wer die ganze Geschichte halt aufgeforstet gewesen, ne? Oder so. Man hätte sich halt viel, glaube ich, ersparen können. Also von der Zeit her, meine ich. Nicht, dass mich das nicht stört, dass man, ne, aber so der Fortschritt, ist das schon wieder so spät? Oh, 14 Uhr. Der Fortschritt ist halt so, er lässt länger auf sich warten, sagen wir es mal so. Und das ist halt so ein bisschen schade. Hier wie so ein angeschossenes Reh da rumläuft. Kann mir fast schon ein bisschen leid tun. Wenn ich jetzt die Menge an Holz sehe, habe ich schon wieder das Gefühl, dass es nicht reicht. Also können wir mal gucken. Also Dach werde ich jetzt auf jeden Fall nicht drauf zimmern. Das würde mir ehrlich gesagt zu lange dauern. Ja. Na gut, vielleicht haben wir Glück. Weil noch einmal schlafen und dann eigentlich rüber ab zum Kreuz. In der Hoffnung, dass ich es auch finde. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal genau angeguckt, wo es war oder wo ich ganz genau stand. Ich weiß es halt bis ungefähr. Oder ich habe es mir ja auf meiner eigenen ersten Map markiert, aber wie safe das ist, ist halt auch eine andere Frage. Oder wie genau das ist. War ja bloß so Pi mal Daumen. Ja, doch, dürfte hinpassen. Weil eh mal zubauen darf ich ja nicht. Weil wegen der Tür. Also ich sag mir jetzt, okay, ich mach doch noch einen sechsten ran. Müssen wir mal gucken, wie viel das wäre. Das passt, aber von den Baumstämmen her, oh, eher schwierig, ne? Weil es ist halt schon wieder fast alles weg. Wie viel wären das? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, ne? 16, so. 16 Baumstämme bräuchten wir da noch. Oh, das ist nicht. Nee.
Das wird nicht hinkommen. Aber ich finde halt die Lösung hier mit der Treppe hier an der Seite halt auch nicht geil. Und hier müsste es eigentlich noch für zwei reichen. Oder? Ja. Genau, zwei dran. Ich würde sagen, Kevin, wir sind fast fertig. Du brauchst keine Pause machen. Wie gesagt, das erste, was ich hier im Kopf hatte, war ja das, was unten war. Das haben wir auch gut hingekriegt. Aber halt, dass das oben so nicht so funktioniert. Ich wollte die Treppe hier eigentlich, auch wenn die halt komisch aussieht. Oder ist ja eine Rampe, ne? Ist ja nicht eine Treppe. Oder? Müssen wir mal gucken. Es müsste, glaube ich, eine Rampe sein. Dass ich sowas auf jeden Fall innen drin, wollte ich es ja hinbauen. Nicht hier außen. So. Zwei noch. Das sind die letzten Bienen, die hier noch rumliegen. Ja. Ja, sorry, Kevin, da. Also, ich glaube, da ist nichts mehr. Kannst du ja nochmal gucken. Vielleicht bringt er ja noch einen mit. Ja. Ist halt nicht so eine geile Lösung, ne? Ich sag mal so von. Ja. Hier sollte ja eigentlich noch ein Knochenzaun oder vielleicht ein Steinzaun, finde ich ja persönlich schöner, werden. Hier kommen wir jetzt außen rum, falls Besuch da ist. Aber ich glaube, ich werde auf das eine trotzdem noch den einen Stamm hauen, damit wir wenigstens die Türe da reinmachen können. Dass, wenn ich da auch mal wieder in den Bau gehe, dann weiß, so war das gewesen. Oder da wollte ich noch weitermachen. So. Und der einmal runter. Ich hoffe, das geht auch mit den Dingern. Nicht, dass ich mich da verschätzt habe. Nee, doch. Also okay, gut. Dann war es nämlich genau so, dass es sechs sein mussten. Jetzt haben wir nämlich auch unsere Tür hier. Also muss da eigentlich noch mal einer drauf. Ansonsten sieht es vom Dach her wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen komisch aus. Aber das mit dem Zaun ist halt. Der war auch zu hoch. Also ich hätte mir den gerne ein bisschen flacher gewünscht. Einfacher Boden, das hatten wir ja gemacht gehabt. Grundlegende Wand hatten wir auch. Die Tür. Der sechste sein. Fenster haben wir. Haben wir ein bisschen zu tief eigentlich. Oder nee, ist mittig. Geht eigentlich. Einzelne Stufe. Balken. Stützen, das können wir. Obwohl, wenn ich das jetzt gerade so sehe, vielleicht habe ich einfach bloß. Ich meine, wenn ich die hier wegnehme. Also ich weiß nicht, ob mir noch was fehlt. Och, Junge. Nee. Aber das sieht halt. Also. Es sieht halt nicht so wirklich wie eine Treppe aus, ne? Das ist halt so. Nee. Ja. Ja. War doch richtig gewesen, Mann. Ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt kein Kunstwerk. Die Sache ist, das geht ja hier nicht, dass ich das hier ranbastel, ne? Ne, ich kann ihn bloß da reinflocken. Ich brauche ja wieder Ganze. Oh, die haben wir. Ich vergaß. Das nochmal hier wegmachen. Das würde ich ja sowieso wegmachen. Damit wir durchkommen. Das können wir noch schnell machen, bevor wir pennen gehen. Ganz wahrscheinlich für die Rampe jetzt eh wieder gleich brauchen.
Sieht halt ein bisschen komisch aus. Also nicht so, wie ich es wollte, aber drinnen konnte ich es... Leck mich am Arsch, Alter. Was habe ich denn da jetzt wieder versaut? Jetzt sag mir nicht, dass die ganze... Das wäre es jetzt, wenn die ganze Bude eingefallen wäre. So, oder mal Federn. Wollen wir ja nicht. Was habe ich da jetzt weggemacht? Aha. Okay, okay. Da ist es wieder frei. Hängt der Balken hier noch irgendwo? Hier. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der gelandet ist. So. Das hier machen. Das hier machen. Ja, komplett vergessen. Das war wenigstens hier unsere Straße. Oder wie man es auch immer schimpfen mag. Soweit haben. So, das kommt da rein. Hä? Ja. Wo habe ich denn jetzt hier den... Ich habe die doch hier irgendwo. Die bloß hier treppenmäßig mache, komme ich dann da hoch. Okay, das würde gehen. Da brauche ich sogar nicht mal alle. Das ist sehr schön, aber es sieht halt, ja. Ist halt jetzt nicht so geil. So, die würde ich mal so nehmen. Ach nee, wir hatten ja 20 voll, ne? Okay, dann packe ich die mal wieder rein. 1, 2, 3, 4. Bloß mal so für Vorsicht halber. Könnte ich noch Knochen aufnehmen? Nee, ne? Will ich wissen, was das jetzt war? Warte mal, ich schlafe erstmal, damit wir ein bisschen Licht haben, ne? So viel gesammelt hier, ey. Und brauche ich eigentlich alle gar nicht. Oh. Ja, toll. Auch voll. Das ist halt alles voll. Das wollte ich eigentlich nur für den Dings haben. Na? Für den schönen Zaun oben. Naja. Was willst du machen? Also war jetzt halt wieder erfolgreich, wie ich es da gehofft habe. Ja, wir haben ein bisschen was gebaut, aber dadurch, dass es sich halt so begrenzt anfühlt und dass man dieses komische Gebilde bloß irgendwie außen ransetzen könnte, zumindest bei dem, was ich jetzt gebaut habe, ist das halt ein bisschen, naja. So, was ich aber noch machen wollen würde, dachte ich, muss mal ganz kurz gucken, wie ich da gelaufen bin. Das mal jetzt so, also müssten wir erstmal da hinten hin. Warte mal, ich trinke nochmal was. Oder zweimal. Mal gucken, ob ich es finde. Essen geht noch, Essen brauchen wir nicht so unbedingt. Vielleicht finden wir auch mal wieder eine Schildkröte. Echt gucken, ich hatte das so gehabt. Also quasi da bei der Nase bis zum Strand. Ja. Ach ja, eher mal wieder, oder was? Also ich glaube, Basebound ist wirklich halt, wenn sich nicht weiter ändert, ist glaube ich am günstigsten, wenn es irgendwo mitten im Wald gemacht wird. Die Sache ist, hatte ich das eigentlich schon? Warte mal. Bin mich so ganz sicher.
Der Schneeberg ist bei uns unten. Ja, doch, den hatte ich schon. Also es kann noch ein Weilchen dauern, bis wir da sind, ne? Weil das irgendwo sehr seitlich ist. Vom Dings. Sag was, habe ich jetzt hier vier Dinger mir eigentlich markiert? Ich muss mal kurz gucken. Eins, zwei. Ja, drei. Und vier bei einem Häuschen. Wie gesagt, ich habe mir noch eine andere, ich habe mir noch eine andere Karte gezeichnet, wo ich dann die Höhlen eigentlich auch sehe. Hier Häuschen, zwei. Okay, dann ist hier oben noch so ein Ding mit dem Häuschen. So. Dass ich das halt bloß weiß. Für irgendwann später. Ich meine, ja, ich könnte da noch mal ins Dings reingehen, aber in den waren wir ja alle schon, ne? Die hätte ich, also die vier, die jetzt so auf der Karte zu sehen sind, die konnte ich ja, glaube ich, alle abhaken. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich wollte mir eigentlich auch ranschreiben, was wo noch irgendwie gab bei den wichtigen Sachen. Weil, auch wenn... Greif mich nicht an. Denn auch wenn das jetzt der letzte Dings ist, sag ich mal, der vorletzte Stream, beziehungsweise Sonnabend, dann soll es eigentlich erstmal der... Oh. Lol. Okay, warte. Soll es ja dann erstmal der letzte Stream sein, aber erst vorläufig. Ich meine, ein Update würde ich gerne nochmal mitnehmen. Ich würde halt bloß wissen, was da jetzt irgendwie Neues ist. Beziehungsweise kann er vorher mal dann lesen. Das kommt ja, glaube ich, am Donnerstag raus. Dass, wenn es da ein paar Neuerungen gibt, dass man die vielleicht mitnehmen kann. Ansonsten, ja, vielleicht ein paar Updates abwarten noch. Oder bis es dann wirklich komplett raus ist. Ich meine, die sind ja nicht umsonst nochmal in den Early Access gegangen, was eigentlich ganz gut ist, muss ich sagen. Denn ein paar Sachen, also sie wollten wahrscheinlich nicht einfach dasselbe Gameplay und alles machen, ne, was verständlich ist, was okay ist. Aber hatte ich hier noch? Achso, das war das Häuschen, was ich gerade angezeichnet hatte, glaube ich. Ich werde erstmal bis zum Strand latschen. Oder, warte mal, wenn hier jetzt noch eine Höhle ist. Bei der weiß ich halt nicht, ob ich da drinne war. Oder was es da gab. Ich meine, vielleicht können wir noch irgendwas Wichtiges uns rausziehen. Ich gönne mir noch mal hier so einen Sonn. Schon trocken, wie sich's gehört. Ach so, ich vergaß. Das Navi setzt sich ja neu. Setzt sich immer wieder zurück. Jetzt habe ich den Schneeberg aber nicht mehr in Sicht. Ich glaube, das war die erste Höhle, wo wir drin waren. Ich bin mir aber null sicher. Nee, habe ich jetzt eigentlich schon zu Ende erzählt? Ich weiß es gar nicht. Hey, dass man auf jeden Fall vielleicht dann wartet, bis die Vollversion raus ist und dann sowas wie eine Staffel 2 irgendwie macht. Also ist ja jetzt nicht wirklich, ne? Ich mache das ja nicht in Folgen. Okay, ist viel. Hier sind vier Stöcker. Warte mal, ich habe doch Molotows verballert, ne? Hier. Ich würde sagen, Tüchlein müssten wir auch genug haben. Und dann mal gucken, was sich so geändert hat, ne? Also nicht bei jedem größeren Update, da wird es wahrscheinlich noch einige geben. Aber... Ja. Energy Drink, ja. Ich guck. Ach nee, oder?
Okay, wir gehen ganz kurz rein. Einfach bloß mal gucken. Ja. Also mal gucken, was sich dann in der Zeit verändert. Ich glaube, acht Monate sind sie in Early Access. Mal schauen. Bücher, das ist schön. Jetzt auch wieder Konserven gekriegt. Oh, warte mal, musste ich hier mit der Seilrutsche rein? Ich glaube schon, ja. War das das? Oh, hier sind Schädel, toll. Hier sind jede Menge Schädel. Also doch, ich erinnere mich, aber ich wusste jetzt nicht mehr, was es gab. Es ist auf jeden Fall eine der drei wichtigen Höhlen, die man mitnehmen müssen. Ich glaube, hier brauchte ich aber das Tauchgerät. Was habe ich denn nach dem Tauchgerät bekommen? Hä? Ich hatte erst das Tauchgerät. Da den Enterhaken und am Schluss die Dings, ne? Warte mal, welchen. Ja. Ich muss mich jetzt bloß mal so rumdrehen. Das ist das beim Haus, ne? Ich schreibe mir mal bloß wichtig dazu. Einfach für später, ne? Wie gesagt, das meiste haben wir ja schon. Warte mal, da ist der Schneeberg. Ist das da unten? Das müsste irgendwie in der Mitte sein. Also ich glaube, hier habe ich die Schaufel herbekommen. Aber ich brauchte halt auch erstmal das Tauchgerät. Ja. Wenn der so aggressiv vor mir rumhüpft, da kann ich da ohne Stoff hier. Da müsste ich nicht langsam mal genug Stöcke haben. Ich weiß nicht, ob ich alle abgegeben hatte. Ich glaube schon, ne? Einfach in der Hoffnung, dass wir hier noch was finden. Noch kleine Steine und so. Ich muss das auf jeden Fall dann wieder resetten. Wir hatten die Stelle ja schon mal gehabt. Aber man sieht halt, das ist halt ein relativ langer Weg bis dahin. Und das würde ich halt im Stream ganz gerne vermeiden. Dass man zu oft dieselben Wege latscht. Ich meine, notfalls werde ich offstream gucken und schauen, was sich da machen lässt, sage ich mal so. Beziehungsweise also, wo das genau ist und wird dann da einfach ein Häuschen hinbasteln. Deswegen gleich wie es, also gleich daneben. Sie ist, okay, da müssen wir hin. Da sind wir auf jeden Fall auch richtig. Also das müsste aber gar nicht mal. Ich mache das jetzt auch bloß, so, damit sich die Karte resettet. Damit ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe, wo das war. Habe ich jetzt zwei überlagene Karten, das ist gut. Das müsste eigentlich gar nicht so weit weg von der Base sein. Ich habe mir das doch irgendwie komisch eingezeigt. Weil hier haben wir, warte mal, hier haben wir ja keinen weiteren Dings mehr. Wir sind fast da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich ein Fluss. Wo man weiter unten kommen müsste. Eigentlich ein Fluss noch weiter unten sein. Bei dem Bunker, da habe ich mir eingezeichnet. Und auch die Hütte. Das müsste, glaube ich, einfach weiter unten sein.
Vom Strand her weiß ich dann wieder. Weil es müsste, aber das ist, dauert noch ein Weilchen. Toll, jetzt bin ich mir wieder unsicher. Ah, geil. Ich meine, wie soll ich das dann jetzt so hier auf spontan finden? Ach Gott. Ah, kleine Steine. Ich meine, ein bisschen haben wir ja noch, ne? So ist nicht, aber ich habe an der, bin an der Stelle ja sowieso schon mal verzweifelt, weil ich es nicht gefunden habe. Das Stück haben wir genug. Ich muss die Karte auch noch mal groß machen. Gerade habe ich hier nicht immer Besuch gekriegt. Okay, habe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Jo. Jetzt zieht es hier runter. Okay, ich bleibe erstmal hier oben. Glaube ich, weiter runter müssten. Okay, wenn das jetzt so ist, da unten ist der Punkt. Wo ist das? Oh. Das ist bei der Höhle da unten. Jetzt sehe ich, ja. Jetzt erkenne ich es auch. Die Sache ist, ich hab mir halt diesen kleinen Fluss da reingezeichnet. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich da noch so einen Kreis gemacht, wofür der jetzt wo da ist. Aber ja. Also da ist auf jeden Fall das Kreuz, was ich meine. Ja. Wenn wir hier so sportlich über sind. Jawohl. Es wäre halt schön, wenn wir das hinkriegen könnten. Da. Ja. Das heute noch zu schaffen. Weil ich glaube, dann würde ich bei dem Bunker, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt schon drin waren oder nicht, würde ich glaube ich bei dem weitermachen. Weil da bei dem Häuschen, da waren wir auf jeden Fall schon, das weiß ich. Aber Frage ist halt bloß, wenn mir schon gesagt wurde, okay, ich war in allen Bunkern, ich war in allen Höhlen, wo geht's dann zum Endgame? Das ist halt so, schwierig. Und ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, mal das Katana da nehmen. So. Und ich werde noch mal was essen. Damit wir hier nicht gleich wieder... Wo habe ich denn das hier? Habe ich aus Versehen irgendwas getötet? Ich meine, ja, gebraten bringt es mir mehr, aber... Ich vergesse das ja 100 pro wieder und dann verschimmelt es. Das noch von irgendwo mitgenommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich hoffe ja hier immer auf Leiterplatten, aber ich habe halt bloß einen guten Ort dafür gefunden. Und das ist halt bei dem... Ah, können wir uns mal gönnen. Bei dem einzigsten Bunker, glaube ich, wo wir jetzt noch nicht drin waren, deswegen... So, bin hier richtig. Dann wissen wir ja richtig. Ach. Ich renne hier, glaube ich, einfach zu schnell rüber, ne? Hä, kann ich... Haben wir schon 60? Ach nee, ach, 30 waren das. Okay, jetzt fehlt uns eigentlich bloß noch Mutantenhaut. Und dann go.
Aber was interessant ist, also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass nach einer gewissen Zeit da eigentlich gar keine Einwohner mehr sind, sondern bloß noch Mutanten in den, also in gewissen Dörfern. Komm mir nicht so vor. Okay, kann ich das aber jetzt schon sehen? Okay, das ist davor auf jeden Fall. Das müsste in der Nähe vom Fluss gewesen sein. Also, ich weiß, da war viel, viel bewachsen und so. Ja, hat viel gewuchert. Vielleicht habe ich es deshalb nicht gesehen. Hier haben wir ein paar Lappen. Ja, Haufen Geld. Die Flasche hätte ich noch gerne. Bei Molly. Ja. Gut, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nicht mehr. Zum besten Mittagszeit sind wir gleich da. Ansonsten, ich habe mir schon überlegt, einfach alles komplett abflügen, einfach bloß um das zu sehen. Ich meine, mit der Kettensäge geht es ja jetzt auch schnell. Da könnte ich sowieso mal probieren, ob das mit Batterien, wie das da aussieht, wie voll die werden. Obwohl, braucht die Batterie noch für irgendwas für Bomben, glaube ich, ne? Irgendwie, irgendwann waren nochmal auch Batterien alle. Bin mir nicht so sicher. Ich hoffe bloß, die Krepels kommen nicht wieder an. Wie es beim letzten Mal waren die halt auch da gewesen. Das müsste ganz nah beim Fluss sein. Cool, vielleicht ist das aber auch bloß die ihr Friedhof, ne? Also es muss auf der Seite vom Fluss sein. Ich weiß, hier bin ich ja schon mal alles abgegangen. Okay, das kann ich wieder wegmachen. Wie gesagt, vielleicht lag es halt am Gestrüpp, dass ich es nicht sehe. Das war halt zufälligerweise... Das war halt ganz zufälligerweise irgendwo ein Kreuz hier, aber ich glaube nicht, dass das... hier auf so einer Schräge gestanden hat. Das wird doch bestimmt ein bisschen weiter drin sein, oder? Ich weiß, ich bin hier vor eben geflohen. Aber ehrlich, das hier zu finden, Alter, das ist ja bei dem Unterholz. Oder war das hier oben auf dem Berg? Weil ich glaube, hier habe ich hier auch schon geguckt gehabt, oder? Aber hier kannst du halt auch keinen begraben. Hier ist halt alles Stein. Das ist auch. Ja, ich werde jetzt hier leider viel zu viel roden müssen, aber ich werde es halt sonst nicht sehen. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welchem Stream das war. Das war echt nämlich das Blöde. Ich habe es auch bloß zufälligerweise gesehen, wo ich die Karte gezeichnet habe. Sonst wäre mir das ja gar nicht... Also hätte ich das gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Dass ich darauf noch achten muss. Wo das hier ist. Ich bin auf jeden Fall weggerannt und dann war es das... was hier gewesen. Null.
Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung auch, dass ich das Holzkreuz erwischen werde und dass das halt nicht kaputt geht mit meinem Katana. Nee, es ist bloß ein Stein. Toll, habe ich mich gerade schon gefreut. Ich überlege halt so, wo würde es Sinn machen, so ein Grab hier hinzupacken. Lol. Nee. Ach toll, ey. Das mit dem Ast hat mit dem Stamm halt gerade so ausgesehen, als ob. Na, jetzt habe ich ja wirklich langsam alles abgerodet. War da halt am Strand was? Nee, das war nicht halt am Strand. Ein bisschen weiter drin. Ich meine, hier steht schon fast kaum noch was. Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite das Tuch, aber ich habe extra genau geguckt. Bäume hier auch weg. Und ich muss mir dann noch ein Lager hier aufschlagen, also dass ich dann hier noch weiter wüten kann. Aber das ist doch noch weiter oben. Ich glaube, so weit hochgeprescht bin ich ja gar nicht. Okay, hier sind wir wieder auf dem Stein, ne? Wo ich vorhin drauf bin und wo ich gesagt habe. LOL! Okay, tut mir jetzt schon mal leid, dass ich da so viel rumgewütet habe. Okay. Also kann auch sein, dass das einfach wieder gar nichts ist, weil ich glaube, bei den anderen Gräbern konnten wir auch buddeln. Na toll. Hätte ich ja gar nicht machen brauchen. Oder ist das auf der anderen Seite? Okay. Ja gut, dann war das einmal nix, so gesehen. Also nichts, was irgendwie total special wäre. Hätte ich vielleicht doch mal gleich... Weil bei dem eben hatten wir halt ein Dings gehabt, ne? Also, war ja gar kein Kreuz. Ein Sensor oder sowas. Ich dachte, okay, wenn die jetzt hier... Ich habe halt bloß das eine Holzkreuz gesehen und nicht den kompletten Friedhof. Ich bin jetzt bloß mal davon ausgegangen, dass das dann ein kompletter Friedhof ist. Hä? Achso, habe ich ja schon oft gemacht. Ah, toll. Ah. Ja, gut. Halt hier mal noch eins. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Und hier alles umholen. Ja, gut. Hä? Haben wir noch eins vergessen? Okay. Man kann schön die Friedhöfe weihen. Das geht. Aber so habe ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Was ich bloß nochmal machen werde,
denn das? Ach, da haben wir ja noch ein Häuschen. Dann werde ich nämlich da drüben hingehen. Dann werde ich nämlich da drüben hingehen und speichern. Müsste ja bloß am Strand eigentlich lang. Denn... Obwohl, warte mal, lass mal gucken, ob wir hier noch wenigstens noch Mutanten haben. Die Dings sind das nämlich jetzt eher weniger, auch wenn ich jetzt drei Köpfe habe. Oder sind das nur Mutanten? Nee, sind nicht nur. Ich habe wieder 20 Pfeile. Wen haben die da noch? Die warten. Die bekämpfen sich gegenseitig. Lass uns vielleicht noch ein bisschen Mutantenhaut holen. Ich weiß halt... Oh Gott, die verhungern ja vorher schon. Die Pfeile sehe ich gerade. Immer erstmal ein. Ja, immer erstmal ein. Warum verhungern die Pfeile immer so? Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ja, war klar, dass die wieder Geschiss kommt. Immer erst. Immer nur einer. Immer nur einer. Huh! Ja, toll. Immer nur einer, Mensch. Verpiss dich. Ah, den habe ich nicht gesehen. Den hab ich. Oh gut. Eigentlich wollte ich mal probieren. Nein, warum hängt der jetzt so? Okay, wow, ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Warum habe ich schon wieder keine Pfeile mehr? Ich habe doch keine... Ich habe doch keine 20 Pfeile verschossen, Mann. Wir machen uns noch ein paar. Ich meine, wenn ich jetzt sterbe, wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil das... So. Die Fall ist halt nicht so geil. Mit dem Grab. Ja, vielleicht ein bisschen falsche Hunger aufgesetzt, ne? Aber das ist jetzt halt die Möglichkeit, dass ich mir ein bisschen Mutant aus wurde. Und... Du bist schon fucking Nagelkissen. Deswegen wollte ich mal gucken, eigentlich, wie es mit dem Katana dann aussieht. Okay, der ist weg. Ha! Warte. Wo meine Pfeile? Ich brauche meine Pfeile wieder, Mann. Wir müssen ja noch mal zurück. Wir haben ja noch ein paar Herrschaften. So, endlich wieder links. Und ganz ehrlich, ich mache erstmal Pimmelkloß da hinten weg. Ne? Also ich hoffe, der andere kommt jetzt hin. Ach. Jetzt wandern wir hier oben rum, ja. Habe ich echt das Gefühl, mit den Kuppelsbogen treffe ich die nicht wirklich.
Also wenn ich nah genug dran bin, ja. Aber... Lol. Weil ich habe 100 pro noch einiges in Sand gesetzt. Ding ist aber, ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Ja. Ach so. Gleich mal umgekippt. So, Nackotzemester. Warte. Die Mucke dazu. Wow. Ja, toll. Gleich wieder einer weg. Ja, das. Oh Gott. Deshalb wollte ich erstmal. Jo, sehr schön. Okay, der ist weg. Warum muss der mich jetzt so ankotzen? Aber war da nicht noch so ein einfacher Typ? Ja, natürlich. Nimm den. Hätte auch noch besser laufen können, ne? War sonst noch was hier? Ich glaube, hier war ja immer bloß ein bisschen Seil oder so, wenn überhaupt. Jo. Ich mach das jetzt einfach mal mit Dings, ne? Ja. Weil ich voll bin. Ich will jetzt nicht extra nochmal wechseln. So, jetzt mal aus. Obwohl es ja gleich nicht ganz nice ist. Aber es ist halt schade, dass man sich nicht so ein Radio mitnehmen kann. So, ich weiß, da hinten hatten wir was, wo wir eh noch speichern konnten. Ist hier nicht einer am Strand noch rumgelatscht? On Beach? Ja, da muss ich mir halt keine extra Hütte bauen, ne? Vielleicht auch da pennen. Ich hoffe, das geht. Mal gucken. War das so weit gewesen? Oh. Ich habe falsch geguckt. Ja, das war so weit gewesen. Oder? Lol. Die eine Höhle, wo ich mir unsicher war, ob wir da schon drinnen waren, sehe ich gerade erst. War die, wo wir die Schaufel gefunden haben. Also musste ich da irgendwas anderes gefunden haben, wo ich mir das vorhin markiert habe und wegen wichtig. Okay, der Weg dahin ist doch noch ein bisschen weiter. Aber dann können wir mehr oder weniger gleich am Sonnabend reinstarten und die, ich möchte sagen, ist dann die letzte Base, die erkunden. Ne? Ist zwar heute trotzdem ein bisschen länger gegangen, wie ich dachte, aber mit dem Bauen, ja... Werde ich hier nicht so warm. Das ist an sich ganz cool, dass du dann mit Stützen und bla und das so einzeln machen kannst und das auch wieder entfernen kannst. Aber von den Möglichkeiten her, also klar, so ein paar Regale und sowas, ja, am ersten auch gehabt. Aber von den Möglichkeiten her fühlt sich's halt ein bisschen begrenzter an. Ich weiß auch nicht. Und das ist auch wesentlich länger dauert. Weil mit den Blaupausen konntest du gleich anzeichnen, dann, aha, so viel musst du sammeln und dann go hoch da, ne? Also kommt mir zumindest bloß so vor. Und was halt natürlich nicht geil ist, gerade fürs Bauen, es wächst nichts nach. Es wird nicht wieder aufgeforstet.
Du hast zwar deinen Buddy, der dir helfen soll, aber der macht zum Beispiel einen Wagen nicht wett. Da wäre ich halt viel schneller, könnte ich mir hier einen Wagen craften und ich könnte da, ich glaube 11 Stück konnte man damals reinhauen. Wäre ich halt easy peasy fertig geworden. Da wäre ich vielleicht so, die erste Base, die ich machen wollte, war ja über Wasser, das hat ja nicht so funktioniert. Dass das nicht funktioniert, ist auch gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Warte mal, sei noch. Dann ist das halt so. Wäre halt schön, wenn man da noch mit Stützen oder sowas arbeiten könnte, dass man da die Plattform ein bisschen höher kriegt. Vielleicht, also es gibt ja auch einen Trick, dass es machbar ist. Aber ich sag mal, wenn man das Material Ewigkeiten von A nach B schleppen muss, was, wenn du bei Forest E groß bauen willst, sowieso schon der Fall ist, und dann nicht mal einen Wagen hast, ist halt, oder dein Buddy, den du anweist, das würde halt auch gehen, dass der einen größeren Radius hat, den er, sag ich mal, abarbeitet, oder das generell bei der kompletten Map machen könnte, das wäre halt auch schön, aber ist dann so nicht vorgesehen. Also ich habe das Gefühl, der Baumodus wurde gesagt, so, jo, wir haben jetzt was Neues, ist ein bisschen anders. Du kannst dich vielleicht auch mehr ausleben, weiß nicht. Aber es fühlt sich halt nur so an. Dafür musst du halt ein paar Sachen zurückstecken. Und da ist es, da finde ich es halt bei The Forest wesentlich besser, einfacher, convenient, wie man es auch immer nennen will. Dass man da. Achso, stimmt, ich kann wieder Steine collecten. Man kommt schneller voran irgendwie. Man hat besseren oder schnellere Progress, man sieht den auch gleich und das vielleicht hält ihn das einfach bloß besser bei der Stange. Ne? Warte mal, habe ich jetzt hier mein Lagerchen übersehen? Jo, habe ich. Dass deshalb da das Bauen, ich sag mal so, mehr Spaß macht. Warte mal, ich kann ja nochmal schnell. Jetzt habe ich mir ein Stück Trinken mitgenommen, ne? Ja doch, mal lasse ich meinen Notfallersatz. Ich kann meine Energy-Büchse reinpfeifen, die sollte ja auch ganz gut gehen. Jo, haben wir komplett voll. Energy-Riegel, war ja auch 10, da finden wir ja auch noch 50 Stück von irgendwie gefühlt. Feldration, in der Hoffnung, dass wir da was finden. Kann ich noch irgendwas mümmeln, was mir irgendwas bringt? Ja, Heidelbeeren, aber die bringen halt so gut wie gar nichts. Also, die sind halt immer noch ein bisschen näher. So, Judy, dann, toll, jetzt habe ich das schon wieder. Sollte aber beim nächsten Stream nicht mehr sein, dass der so die ganze Zeit in der Mitte hält. So, dann überspeichere ich das. Ja, war heute ein bisschen eigentlich nur bauen und nochmal das Kreuz da oder den Friedhof absuchen, aber mehr war es noch nicht gewesen. Aber ein bisschen weiter da hinten, man dürfte es vielleicht sogar schon sehen. Nee, doch nicht. Bin ich jetzt auf der falschen Seite? Das sind, glaube ich, noch ein. Ach, ich bin ja noch da. Oh, lol. Nee, dann werde ich wahrscheinlich doch nochmal eben rumlaufen. Ich bin ja auch gar nicht so weit, wie ich dachte, dass es das wäre. Sorry. Ist aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, das mache ich außerhalb vom Stream. Und in der Nähe, da ist nochmal ein Häuschen, was ich gedacht habe. Dann speichere ich da und dann sehen wir uns in der Nähe vom eigentlich letzten Bunker wieder und mal gucken, was uns da erwartet. Ob wir dann vielleicht ein Endgame rauskitzeln können oder nicht. Dann würde ich sagen, warte mal, nochmal hier. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann Samstagnachmittag wird es wahrscheinlich dann schon sein. Zum ersten Mal letzten Stream von Sons of the Forest wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.